episches Interview. Wir werden in Deutschland endlich mal das Kind beim Namen nennen. Dieses Tourgefühl, denn es ist ja bei dir nun auch schon mal, glaube ich, ein paar Tage her, seitdem du hier in Hamburg gewesen bist zum Beispiel. Das war natürlich dieses Mal von Anfang an ein besseres Gefühl als sonst, weil die war komplett ausverkauft. Ich glaube, nur Hamburg ist ein bisschen so, dass da noch ein paar Leute können, Armkasse. Ja, aber sie stehen draußen auch schon Schlange, insofern, ich glaube, heute wird auch ein bisschen was los sein. Deswegen war von vornherein entspannter, weil live war bei mir eigentlich immer so ein kleines Problem, immer so ein bisschen, war wahrscheinlich in der Vergangenheit zu gewalttätig. Das sind irgendwann immer damals 2007 oder so, irgendwo mal ist ein Video aufgetaucht, wo Flair in die Menge springt und irgendeinen verkloppt. Das hat sich dann Jahre hingezogen, dass irgendwelche Veranstalter immer dachten, okay, mit Flair kann man kein Business machen oder die Jungs von Maskulin oder da von dem Umfeld sind nicht in der Lage, da normal abzuliefern. Und jetzt haben wir lange Pause gehabt, 2 Jahre. Wir haben halt dann mehr so Alben gemacht. Und das ein oder andere. Das ein oder andere Album. Und das wiederum zahlt sich jetzt aus, weil die Leute so heiß sind und endlich mal nach 2 Jahren sehen, was wir da alles für Musik haben. Live. Wann warst du das letzte Mal live unterwegs? 2013 mit Flair. Ja? Ja. Und davor? 2008, 2009. Das ist mir nämlich auch so aufgefallen, dass im Prinzip auch deine Live-Erfahrung in Anführungsstrichen gar nicht so umfangreich ist, wie es vielleicht dann auch deinem Können und deinem Schaffen gegenüber ganz früher, nötig sein müsste, oder? Für mich ist so, ich habe überhaupt keine, so weder Lampenfieber noch irgendwelche Berührungsängste. So. Von daher, so, ich habe ja als Freestyler. Ja, das war die Lampensau, ja. Ich hab ja mit, als Freestyler angefangen mit 15, 16. Bin bei Konzerten von jeglichen Deutschrappern auf die Bühne einfach gestürmt und hab da irgendwelche Open Mics, hab teilweise noch die Künstler angegriffen, noch die noch so gedisst und so. Also bei mir, Dicker, so, auch wenn ich jetzt 10 Jahre kein Konzert, dieses, entweder du hast es halt oder du hast es halt nicht. So, entweder du bist halt so ein Live-Typ oder halt nicht. Also ich bin auf jeden Fall, so wie er meinte, halt schon so ein kleiner Turbo. So. Und wie ist das für dich? Cool, wir waren ja das letzte Mal 2009, glaube ich, bei der CCN2-Tour unterwegs, ne? Ne, Flair ist guter Junge kam dann noch, glaube ich. Flair ist guter Junge Tour war die letzte Tour, die wir zusammen gemacht haben, 2009. Seitdem auch nicht groß unterwegs gewesen, aber das ist easy. Und ich meine, die Songs, Alter, die können die Songs alle im Schlaf. Wir wissen, wie wir miteinander zu agieren haben auf der Bühne. Es ist eigentlich entspannt. Ich glaube, auch die Resonanz zeigt bis jetzt, wie die Tour lebt. Lebt doch eigentlich alles mehr heutzutage von dem, dass wir Party machen. So. Ja. Es ist nicht mehr so dieses, kann der jede Silbe im Takt rappen und back Jalil jeden Reim richtig, sondern ich merke, dass es geht eigentlich nur noch darum, dass die Stimmung in der Musik, auch wenn es mal eine aggressive Stimmung ist, aber dann teilweise auch wieder einfach so eine Selbst, wie nennt man das? Selbstinszenierung, oder? Ja, das ist eine Selbstinszenierung. Also ich merke, es lebt immer mehr davon, dass die Leute uns angucken und oft denken wir so, warum gehen die nicht ab? Und man merkt, die schieben Optik. Also es gibt Städte, die Leute schieben Optik. Und rappen alles mit, aber dieses krasse Festival-Feeling, so dieses, oh, das hast du in gewissen Städten, zum Beispiel waren in Nürnberg und Nürnberg war immer durchwachsen früher und diesmal war Nürnberg so krass und dann auch München war so krass, Alter, so und dann gibt es aber Städte, wo du dir dann wieder denkst, okay, kriegen wir die jetzt nicht so krass, holen wir die jetzt nicht so krass ab und dann merken wir, nee, die realisieren, also dann realisieren wir, die gucken uns einfach nur an und wollen erstmal gucken, okay, wie sieht der Typ jetzt live aus? Und das habe ich viel mehr gemerkt. Ich achte nicht mehr darauf, rappt jetzt jeder Typ auch jede Line mit und wenn er die dann nicht mitrappt, dann bin ich abgefuckt und so war es ja früher so. Früher war ja dieses Rappen die das mit und so. Es ist ja aber auch so, dass das, was du als Lifestyle in den letzten Jahren verkörpert hast und was du so quasi auch unter dem Label Maskulin gelebt hast mit Leuten, die gekommen und gegangen sind, das, der Kern bist du ja immer gewesen. Das ist ja auch etwas, was dann über die Jahre zu so einem, ich würde sagen, zu so einem Film und auch ein bisschen zu so einer Army da draußen geworden ist. Entweder man hat es geliebt oder man hat es gehasst. Jetzt ist Tour dann ja auch der beste Rahmen, um mal deutschlandweit einen Querschnitt zu kriegen, wer dann die Leute sind, die das feiern. So, hast du jetzt so ein besseres Gefühl dafür, wer wirklich deine Fans sind und wer das, was ihr macht, was sie lieben? Leider nicht, weil wir der Meinung sind, dass die Leute, die sowieso zu einem Konzert kommen, also wir gehen natürlich immer davon aus, jeder, der zu einem Konzert kommt, weiß, wovon wir reden. Also es ist nicht so, dass ich denke, okay, ich rappe jetzt und das Mädchen ist jetzt zum ersten Mal, hat von Flair gehört und hat ein Plakat auf der Straße gesehen und sagt jetzt, okay, ich gehe mal zu diesem Flair oder da ist dann Jalil, der ist ja so attraktiv oder Santino, also nicht falsch verstehen, die finden euch attraktiv, aber also wir gehen nicht davon aus, dass Leute kommen und sich den ersten Eindruck live davon abholen. Ja, wir gehen immer davon aus, und das ist wahrscheinlich auch ein Fehler, wir gehen davon aus, die Hardcore-Hip-Hopper, Trap-affinen Gangster chillen bei uns im Publikum so, und die müssen jetzt gefälligst genauso sein wie wir.
Also wenn der Junge im Publikum nicht so ist wie ich, der bewegt sich nicht so, der zieht sich nicht so an, so, dann denke ich mir so, irgendwas läuft hier schief. Und das ist aber natürlich auch der Fehler, den wir haben. Ich kann nicht beurteilen, ob wirklich Leute jetzt sich den ersten Eindruck davon abholen, was jetzt live geht. Ja. Und somit kann ich dir nicht sagen, was ist der Querschnitt. Was ist euer Eindruck? Jungs mit Bomberjacken. Ich habe das Gefühl jetzt zurzeit, so die Leute, die halt so an der Abendkasse den ersten Eindruck kriegen würden, so, sind halt bei diesen Hallen einfach noch so ein bisschen. Ich glaube, das sind die Hallen, wo wirklich erstmal die Hardcore-Fanbase ist. Ja. Es geht dann bei den Tausender-Hallen los, dass du wirklich Laufpublikum hast und Leute, die sich das wirklich einfach mal aus Interesse angucken wollen. Also es ist noch so sektenmäßig, weißt du, die Leute kommen wirklich. Wir machen eine Fotostunde und wirklich jeder, der in der Halle ist, will ein Foto haben. Also es ist, glaube ich, schon so, gerade so dieser Übergang so zwischen der Stufe, auf der wir jetzt sind, und eigentlich muss bei der nächsten Tour dann wirklich Tausender-Halle her, damit halt auch Leute, die es noch nicht kennen, einfach sich dafür begeistern können. Wir haben auch weitaus viel mehr Fans und auch ganz anderes Publikum. Aber jetzt merkt man so dieser Kern, diese Hardcore-Fans, weißt du, wirklich diese, die wirklich Flair- und Maskulin-Fans hoch 10 sind, die sich die Boxen kaufen und alles drum und dran. Das sind so die Leute, die jetzt primär zu den Shows kommen und die auch in der ersten Reihe stehen. Ist auch schon so. Auf jeden Fall, wir beschweren uns nicht, auch wenn wir jetzt sagen, wir wollen größere Hallen spielen. Der Vorverkauf hat es halt auch gezeigt. Also die Tour war komplett ausverkauft, also 99% ausverkauft, auch schon lange vorher. Also deswegen, das zeigt jetzt auch so ein bisschen, dass dieses Ganze, entweder ist es die Strategie, dass wir 2 Jahre nichts gemacht haben, oder durch die Musik, oder ich weiß es nicht, Alter. Ich will es auch gar nicht mehr begründen, wenn ich ehrlich bin. Ich war früher mal so, ich musste das genau analysieren. Es ist halt jetzt Luft nach oben da, ja. Du hast, was ich eben schon versucht habe zu erklären, ja, mit Maskulin dann ja so eine Bewegung für dich selber geschaffen, wo du mit Leuten zusammengearbeitet hast. Jetzt hast du, also wir haben ja einige Gespräche geführt in den letzten 2 Jahren, wenn man das mal zusammenfasst. Und da ist dann ja unter anderem dann auch irgendwann mal so ein Punkt gewesen, an dem du gesagt hast, alles hinter dir weglassen, ich mache meinen Film jetzt komplett alleine. Jetzt sitzen wir hier 2016, jetzt hast du Leute wieder an deiner Seite. Das ist ja dann offensichtlich, dass es dann so eine Verbindung gibt, auf der ihr auf einer Ebene seid, du das fühlst. Wofür steht Maskulin? Also wenn ich ehrlich bin, ist es mittlerweile das Feeling, was du jetzt meinst, was uns verbindet. Ja. Vielleicht ist das maskulin, keine Ahnung. Ich will auch nicht immer irgendwas reininterpretieren in den Namen, weil ich habe keinen Bock mehr auf dieses, jeder, der maskulin feiert, muss McFit lieben und jeder, der maskulin feiert, muss Anabolika spritzen und muss Hardcore sein und muss schreien oder sowas. Ich kann dir nur für mich persönlich, und da werde ich auch sehr persönlich, sage ich dir ganz im Ernst, ich habe in Berlin für mich so ein Zeichen gesetzt, gerade auch also für mich und mein Leben in Berlin. So, egal ob es Bushido ist, egal ob es Arafat ist, egal ob es Santino ist, egal ob es Jalil ist, egal ob es die Leute rund um Erstguter Junge, Ali, Shindy und so. Es gibt so ein paar Leute, die respektiere ich einfach. Ich will das jetzt auch gar nicht begründen. Ich bin jetzt auch kein Eierlecker oder ich will es auch nicht auf cool machen. Es ist einfach so, es gibt Leute, die kann ich respektieren. Vielleicht auch wegen der Kunst. Vielleicht ist es auch einfach nur, weil man sich zwischenmenschlich irgendwie versteht. Vielleicht auch, weil die Leute mich respektieren. Ich kann das nicht genau begründen. Es gibt ein paar Leute, die respektiere ich einfach, Alter, und es gibt Leute, die respektiere ich einfach nicht. Keine Ahnung so. Und es gibt einen Haufen Leute im Deutschrap gerade so, ich kacke immer noch auf die, auch wenn die jetzt mittlerweile so einrudern, auch wenn die mittlerweile mehr Props geben, weil die denken, oh, der chillt mit Arafat, der chillt mit Bushido, der hat ein hartes Team um sich rum, so, oh, jetzt trauen wir uns mal nicht mehr, den so krass anzukacken. Ich kacke auf sowas. Wer mich ankackt, soll mich ankacken, weil er mich nicht mag, und wer mich mag, soll mich mögen, egal mit wem ich chille. Aber das Ding mit Jalil ist, ich kenne Jalil, seitdem ich 7 Jahre alt bin. Thermosiedlung, Lichterfelde, Steglitz, die sind zusammen aufgewachsen. Ich kenne Santino seitdem ich angefangen habe, 2003 angefangen zu rappen. Er hat mir Rappen mit beigebracht. Er hat ganz Deutschrap beigebracht, wie man rappt. Ist einfach so. Und das sind so, deswegen kann ich die Leute respektieren. Alter, wir streiten uns auch, gerade wir beide, Alter. Du weißt, wir sind beide geisteskrank. Brauchen wir gar nicht den Leuten was verkaufen. Es ist so, wenn die Leute im Internet schreiben, Santino ist auch nur ein halbes Jahr bei Maskulin und dann geht er wieder. Sie sollen sich ficken so. Wir streiten uns hier. Der Typ. Und der Typ und viele andere Typen, die ich respektiere im Deutschrap, sind einfach mental oder sind einfach intellektuell, wirklich, es hat was mit Intelligenz zu tun, sind einfach auf dem Niveau, was ich unter Rap verstehe. Und viele andere Leute im Deutschrap oder in Deutschland, die was damit zu tun haben, in dieser Branche, sei es jetzt Videoleute, Rapper, egal, der Labelleute, haben keinen Plan von dem Rap, den ich meiner Meinung nach richtig mache. Und gibt es wenig Leute, die auf diesem geistigen Horizont sind, sag ich dir ganz im Ernst. Die wollen einfach mitmischen so in einer Sache, von der sie erstmal so, die sind noch so in der Grundschule, musst du dir vorstellen. So, weißt du, wir haben schon längst das studiert so, und die sind halt irgendwie so in den Kinderschuhen so. Brauchen wir ihm auch nicht erklären, du kennst Santino seit Tag 1. Wenn du mal ein bisschen Dings, Alter, für ihn eine Lanze brechen willst, kannst ja, du natürlich, mal. Aber wir mach mal einen Online-Beitrag nur darüber, wer Santino ist.
Ich habe das nur von rap.de gesehen, von Olli. Viele Grüße an rap.de. Ich muss Props geben, Alter. Alles gut. War jetzt auch kein Vorwurf. Ich meine nur, Dicker, dass du. Weißt wir haben ja sogar eine Vergangenheit miteinander. Ich weiß, also insofern. Ja, ich weiß. Ich will nur da kurz reingehen. Die Fragen in diese Richtung, die habe ich alle noch auf meinem Zettel stehen, aber ich will, dass wir ein Ding nach dem anderen so ein bisschen abarbeiten. Deswegen für euch. Nee, danke schön. Dicker. Kein Alkohol. Auf Tour musst du. Ja. Einmal so. Also, einmal anstoßen. Einmal anstoßen. Anstoßen kann ich mal. Du musst das aber. Du nur Eistee. Ja, genau. Nur Eistee, was zu trinken. Wie bei The Game. Ja, genau. Was ist maskulin für euch? Ich meine, bei dir ist es sicherlich vielleicht noch eine kleine. Also am Ende verstehe ich schon, dass ihr euch alle länger kennt und dass die Basis eine andere ist, als einfach ich komme mal zu einem Label oder so. Aber trotzdem habt ihr, würde ich auch noch sagen, eine unterschiedliche Verbindung zu dem Ganzen, oder? Nee? Oder ist es die gleiche? Wir haben alle dieselbe Verbindung. Was soll ich eine andere Verbindung haben? Ja, weil die beiden in den letzten Jahren ein bisschen mehr miteinander gemacht haben. Und nein, du hast mich einfach noch nicht gesehen. Ich war noch nicht vor der Kamera. Er war manchmal sogar da, aber du warst nicht da. Ja? Ja? Ich weiß es wirklich. Wir haben seit 2012 an jedem Album, war ich kreativ mit ihm zusammen beteiligt. Und warum warst du nicht in der Öffentlichkeit? Weil ich keinen Bock hatte, so einfach. Also, weil ich schwöre dir, weil die Leute sich nicht anziehen können. Weil Leute jetzt Versace tragen. Kollege, er trägt jetzt Versace. Was hat das jetzt damit? Ich habe keinen Bock gehabt. Ja, ich habe keinen Bock auf die Hip-Hop. Dass du mich fragst, was das damit zu tun hat, zeigt mir, dass er recht hat, wenn er einen Abschluss auf Deutschrap hat. Ja, und das ist aber der Abstoß auf Deutschland, ist ja Grund, warum nicht in Öffentlichkeit gewesen. Gucken, wir sehen Kollege erzählt jetzt Versace. Hatte ich einen Rapper Instagram in 2014? Mit Geld zeigen, Ohren zeigen und so weiter, frische Klamotten zeigen? Hab ich immer? Gehört? Nein. Er hat aber immer Swag. Ich will damit sagen, die Leute in Deutschland, die tragen jetzt Versace und wir gucken uns das Internet an. Ich sehe jetzt der Nummer 1 Rapper, der am meisten verkauft. Er trägt einen, er hat einen Swag, der 3 Jahre zu spät kommt und dann kriegt er Kopfschmerzen. Ich hab keinen Bock gehabt. Ich trage Dings, Alter. Ich trage Bottega Veneta, die Leute schreiben im Internet, was trägt er für Schuhe? Dann kriege ich Kopfschmerzen. Ich würde auch gerne aufhören. Ich würde gerne aufhören, also von dem Feedback, was die Leute einem oft im Internet geben, würde ich gerne aufhören und sagen, weißt du was, richtige Opfer, ja? Haben gar keine Ahnung. Ich habe oft mit ihm dieses Gespräch gehabt. So, er hat ja oft, wir reden nur über sowas. Er hat ja oft auch keinen Bock gehabt. Nur das Ding ist, wenn du eine Firma hast, die so groß ist und es ist ein Selbstläufer, er kann nicht einfach aufhören. Ich habe zum Glück, Glück und Fluch gleichzeitig, ich konnte mich einfach auch mal zurückziehen. Dann war ich mal auf seinem Album drauf, dann habe ich ein paar andere Features gemacht, dann da irgendwie waren gute Klickzahlen und so, dann haben die Leute erstmal mich wieder gesehen und dann habe ich gechillt. Warum? Also ich bin auch der Meinung, so dieses, wenn du wirklich nichts zu sagen hast und es künstlerisch und so und stylmäßig auch einfach nicht passt, dann musst du auch nicht jedes Jahr 3 Alben rausbringen, so wie bei ihm. Nur wenn er einfach diesen Lauf hat, dann soll er das machen. Das ist so wie beim Fußball, wenn du eine gute Saison spielst, dann zieh durch bis zum Ende. Aber ich hatte auch in dem Moment auch gar nichts Interessantes zu, so, also klar hätte ich was Interessantes zu erzählen gehabt. So, ganz im Ernst, jedes Mal, wenn er gerappt hätte von den Sachen, die ihm wichtig sind oder wenn er die Sachen gerappt hätte, die für ihn up-to-date sind, hätte doch sowieso keiner verstanden. Ja. Damals waren die, war... Sei mal ehrlich, guck mal, jedes Mal, wenn Sentence was gerappt hat, Alter, in Deutschland, alle haben so gesagt, ne, was rappt der da jetzt? Der war doch in New York, Alter, mit 18, Alter, hat mit irgendwelchen Gangstern in einer Bronx gefreestylt. So. Ich will damit sagen, Alter, er war einfach 10 Jahre zu früh. Nimmst du das auch so wahr? Absolut. Und jetzt langsam, kommt Deutschland überhaupt auf den Turn und überhaupt wir haben das alle nur Shindy zu verdanken, dass so eine Tür im Deutschrap aufgegangen ist, dass ein Typ sich einfach hin so normal anziehen kann. Für meine Verhältnisse sage ich dir ganz im Ernst, normal. Für mich ist normal, Alter, dass du nicht jeden Tag, Alter, nicht, dass du immer noch Picaldi-Jeans trägst. Weißt du, was ich meine so? Also ich will damit sagen, wenn du einen gewissen Lifestyle im Rap verkörpern möchtest, dann sind gewisse Sachen für mich normal. Und Shindy ist derjenige, der die Tür aufgemacht hat in Deutschland, der da so ein gewisses Niveau reingebracht hat durch die Musik im Zusammenhang mit dem Image, ja, mit dem Aussehen und so. Und deswegen hat mir das dann einfach nur, mich hat das nur bestätigt, dass ich gesagt habe, okay, die Leute sind dafür affin, die Leute haben darauf Bock, die Leute sehen das, die Frauen sehen das zum Beispiel auch. Und deswegen habe ich dann irgendwann zu ihm gesagt, Dicker, Alter, so, sei genau der du bist, versuch nicht irgendwie... Den Markt anzupassen, weil so, wie gesagt, du musst den Trend setten. Aber hast du das früher, das hast du früher mal versucht oder machen müssen, Label hat es doch gemacht, weißt du doch selber noch. Also das waren damals so die Zeiten, ich hätte sowieso immer einfach das, was ich auf diesem ersten Mixtape gemacht habe, einfach weitergemacht. So. Es gab ja damals, so 2004, 2005, waren doch alle mit 6XL T-Shirts. Weißt du, die hätten einfach das weitermachen müssen, hätte alles geklappt. Die hätten einfach nur sagen müssen, mach genauso weiter, ändere nichts jetzt. Weil nur die ersten Dinger, das war zu viel in zu kurzer Zeit, zu verschiedene Ideen. Und dass ich das dann kreativ trotzdem so umgesetzt habe, dass es halt irgendwie alles stilistisch so noch alles cool war und dass man es irgendwie nachvollziehen konnte, lag auch nur an meiner Performance, so, weißt du. Aber am Endeffekt so muss man immer, wenn man etwas
kann und wenn man etwas gut macht, dann muss man eigentlich nur damit weitermachen und irgendwann werden die Leute auch noch auf den Trichter kommen sozusagen, weißt du? Was war denn der größte Fehler, den du in deiner Karriere gemacht hast? Dicker. Soll ich sagen, was dein größter Fehler war? Ja, ich weiß, dass du mir das sagst, aber ich will das erstmal von ihm kurz hören. Wenn er das wüsste, hätte er es doch gleich geändert. Ja, aber... Er ist doch ein Genie. Du weißt doch, Inselwissen. Ist genauso wie... Es gibt immer Leute, die haben Inselwissen. Sentence ist einfach lyrisch, musikalisch, einfach Genie, Alter. Ja? Und alle Rapper sind immer zu Sentence gekommen, haben es ausgenutzt. Ich war einfach zu jung. Ja, war zu nett. Auch zu jung, zu nett, ja. Das war mein Fehler, ja. Hat auf Leute wie Savage gehört, Leute wie Echo. Dann genau den Satz, den du nämlich eben gerade gesagt hast, dass du die Sprüche kommen ein halbes Jahr, dann bist du wieder weg oder so. Ja, dieses Gefühl, es ist ja, entsteht ja dann automatisch durch eine Vita, weil du ja schon mit sehr vielen Leuten an sehr vielen Positionen zusammengearbeitet hast. Ja, aber ich war ja 9 Jahre sozusagen quasi gar nicht aktiv, richtig. So, ich war ja nur immer wieder, wenn bei ihm ein Projekt anstand, bin ich direkt gekommen. Ja. So, er hat gesagt, ich mache jetzt Album. Okay, ich komme. So, das... Ich habe ja auch, bei mir hat es auch eine geografische, ich hab im Ausland gelebt so und konnte auch nicht die ganze Zeit irgendwo da sein. Aber ich habe, falls du also das wirklich mal zurückverfolgen willst, ich habe seit 2011 oder 2012 mit keinem anderen Deutschen wirklich Musik gemacht, außer mit ihm. Von daher so, also da ist schon eine Beständigkeit drin und eine Kontinuierlichkeit drin. Also was man mir vorwirft, ist, die Leute reden von Sachen, wo ich 17 war, wo mir einfach jeder die Eier geleckt hat in Berlin, weil ich besser rappen konnte als die Leute, weißt du? Alle kommen zu ihm, jeder lutscht bei ihm, ey, schreib mir mal hier, schreib mir mal da. Ja. Und dann am Ende drehen die Leute das um und sagen, ja, Sentence. Als wenn ich irgendwo hingegangen bin, die sind doch alle zu mir gekommen. Ich war viel zu faul mit Weibern und mit Party und so beschäftigt, als dass ich zu irgendwelchen Leuten Klinken putzen gehe. Ich gehe nicht mal Dings zum Arbeitsamt oder so, weißt du, ich meine, kümmere mich um so eine weltlichen Dinge so und dann soll ich zu irgendwelchen Rappern lutschen gehen, Alter, so, weißt du, so die Leute, die das so sagen, es ist genau umgekehrt, hundertprozentig. Die Leute, die es nicht so sagen, mit denen war ich auf Augenhöhe. Aber jeder, der dann im Nachhinein kommt und so, kennst du doch, wenn du mit einer Ollen, ich will das jetzt nicht so unbedingt vergleichen, aber zum Beispiel die sagen so, ja, Tam Schlampe und so, und davor alle waren eigentlich auch an ihr so dran, so, jeder wollte was von ihr und so. Dicker, du musst dir vorstellen, so, ich war halt so das größte Talent in meiner Stadt. Meine ganze Stadt ist zu mir gekommen, danach halt Deutschland ist zu mir gekommen. Warum soll ich dann, Alter, im Nachhinein, Alter, noch diesen Quatsch noch irgendwie unterschreiben, so, weißt du, ich meine, die Leute schreiben die Geschichte immer so, wie sie wollen, weißt du, so, und hier hast du halt jemanden sitzen, so, der dir sagt, nein, ist halt nicht so, weil er war halt direkt dabei, weißt du, ich kenne den Jungen, wie gesagt, seit 14 Jahren so und wir haben zusammen, Alter, immer Musik gemacht, wir hatten dann eine Pause von ein paar Jahren, aber du, wie groß ist denn die Pause jetzt mal realistisch gesehen zwischen 2004 und 2010, 2011, Dicker, Leute machen auch so einfach mal Pause, weil sie sagen, ich habe keine Lust, die machen eine Ausbildung, die machen ein Studium oder irgendwas, weißt du, ich meine, es gibt ja auch noch ein Leben außer Rap, so. Und du weißt selber, wie das zu der Zeit war, wo das bei mir dann halt auch aufgehört hat, so 2007, wo die Leute halt dann einfach alle schlecht verkauft haben und dann fing YouTube gerade an und Deutschrap hat sich dann auf einmal, Alter, ein bisschen weiterentwickelt und es ging alles immer mehr über YouTube, Internet. Was ist denn mit Printmedien, mit Juice und so? Die sind doch alle weg vom Fenster. Backspin, wo ist Backspin? Ja? Ja, normal, das ist aber... Das Thema haben wir ja schon ein paar Mal und natürlich entwickeln sich in bestimmten Zeiten Dinge in andere Richtungen und wenn wir gerade von der Zeit reden, wissen wir beide, ja, oder wissen wir alle im Kreis, dass es eine Zeit gegeben hat, wo es ein Haufen talentierter oder eine Handvoll talentierter Künstler gegeben hat, die genau in der falschen Zeit im Prinzip versucht haben, ihr Ding zu machen. Und ich glaube, da gehörst du auch ein kleines bisschen dazu, sodass es vielleicht auch noch ein kleines bisschen Unglück gewesen ist. Aber wenn du ja selber gesagt hast, dass ganz Deutschland oder halb Deutschland versucht hat, mit dir zusammenzuarbeiten, was war denn das für ein Gefühl? Wenn jeder irgendwie dann an dir gezerrt. Es war gar kein Gefühl. Ich habe mir Ami-Rap angehört, ich habe Ami-Rap zu 100% verstanden. Ich bin nach Amerika gegangen und habe von irgendwelchen Pennern in der Bronx mehr gelernt als von diesen Rappern hier. Was für ein Gefühl. Das, also. Das Absurde ist ja, und das spiegelt ja, dass die Leute wieder, mit dir arbeiten wollen. Darauf ja, ist doch klar, dass die arbeiten wollen. Wir hatten einen Fachmann einfach am... Das Absurde ist doch, er spiegelt doch im Endeffekt das wieder, was einfach passiert, wenn jemand sich wirklich voll und ganz mit der Hip-Hop-Kultur beschäftigt. Mit der Materie einfach auskennt. Weißt du, ja, du bist jemand, du, Backspin oder Juice oder wie ihr alle heißt, Alter, ihr wollt die Hip-Hop-Kultur, hieß es früher, repräsentieren. Repräsentieren. Entschuldige. Okay. So. Aber was bleibt denn von der Kultur am Ende übrig? Was denn? Gar nichts. Der fickt von dem die Mutter im Song, der beleidigt den, der hat das gesagt. Ja, aber das ist ja genau das Problem. Genau. Aber das Problem ist, dass Leute wie er oder auch Leute wie ich oder Leute wie Jalil, wir sind diejenigen, die am Ende des Tages sagen, ey, guck mal, es gibt Leute, die sind fake, die rappen das, was sie gar nicht sind. Und dann sitzt so ein Typ wie du daneben, Alter, und ich mach das mit dir seit 5 Interviews. Warte mal, sei mal leise, ich werd gleich voll sauer. Leute wie du, die seit 5 Interviews daneben sitzen und das einfach nur nicht befürworten, weil sie denken, sie müssen neutral sein. Du musst nicht neutral sein. Du musst einfach der Kultur dementsprechend richtig sein. Und das bedeutet, nur weil jemand anderes gerade Klickzahlen liefert, nur weil jemand gerade Verkaufszahlen liefert, verkaufst du deinen Arsch mit.
du verkaufst deinen Arsch mit, ich mache nicht den Rakim, aber ich sage zu dir, Dicker, bei mir läuft 30.000 Euro Uhr, ich muss nicht neidisch sein, ich gönne jedem seinen Erfolg. Das ist nämlich auch genau das, wie es immer rüberkommt. Wir gehen vor die Kameras und sagen, ey, Moment mal, der ist fake, warum rappt der sowas? Und dann kommen Leute im Internet oder Leute in den Medien und sagen, oh, die sagen das nur, weil sie gerade mit denen in Competition sind. Es geht nicht um die Competition. Es geht darum, dass die Medien, du und alle anderen Medien, nicht endlich mal sagen, ey Leute, warum kauft ihr jemanden, der fake ist? Er ist nicht in der Kultur dementsprechend richtig. Weil in der Kultur dementsprechend, warte ganz kurz, bist du, entweder bist du Hip-Hop oder du bist nicht Hip-Hop. Wenn du ein Fan bist, bist du nicht Hip-Hop. Du bist Hip-Hop. Weil du weißt, du verstehst, was die Elemente von Hip-Hop sind. Und abgesehen von diesem Elemente-Quatsch, verstehst du einfach, dass man die Sache lebt und dann weiß man, wovon man redet. Das ist Realness. Dieses Gequatsche, diese Punchlines. Ja, ja, ich war schon mal auf den Haus. Bla, bla, bla. Es geht einzig und allein davon, wenn ich über Zuhälterei rappe, wenn ich über Straße rappe, 100%. Wenn ich über Koks rappe, Carlo Koks, hab ich den Koks verkauft? Hab ich nicht. Hab ich nicht. Offiziell, Flair hat keinen Koks verkauft. Noch nie in seinem Leben. Ich habe noch nie in meinem Leben mit Koks Geld gemacht. Aber warum rappe ich es trotzdem? Ich weiß, wovon ich rede. Koks verkaufen war für mich eine Sache in meinem Leben oder Kriminalität oder Zuhälterei oder harte Jungs oder Schießen oder Stechen, das sind alles Sachen in meinem Leben, ich musste mich davon fernhalten. Ich musste mich davon fernhalten und Hip-Hop war für mich die Lösung, da rauszukommen. Und das kann ich auch für Sentence, da kann ich bei Sentence sagen, ist es bei ihm so, bei Santino und bei Jalil auch und bei vielen anderen in Berlin genauso. Aber es kamen viele Leute in das Game, die nicht mal wissen, wovon sie reden, das einfach parodieren. Sie parodieren es, sie machen sich darüber lustig. Sie sagen, guck mal, ich bin ein Zuhälter. Und Leute, die Medien, supporten das noch. Sie sind auf den Zug aufgesprungen, weil es in war. Nur auf den Zug aufgesprungen, weil es in war. Und es geht nur um, warte ganz kurz. Und ich möchte abschließend sagen, es geht nur um eine Sache, liebe Leute. Es geht um Geschmack. Viele Leute konsumieren, weil es gerade deren Geschmack ist, weil es sie gerade entertaint. Aber das ist nicht Hip-Hop. Das ist Pop. Entertainment, dein Sohn oder deine Tochter oder sonst wer sagen, okay, mir gefällt das, ich kaufe das und morgen kaufe ich das nicht mehr, weil es mich nicht mehr turnt, weil es mich nicht mehr anzeigt, ist Pop. Rap ist was anderes. Ja. Rap ist, ich höre dem Typen zu, weil ich weiß, er weiß, wovon er redet. 99% der Leute da draußen wissen nicht, wovon sie reden. Und das Krasse ist, die messen sich noch mit Leuten, die offiziell meine Bio, meine History, jeder weiß, Flair weiß, wovon er redet. Ich habe nie gesagt, ich bin der Krasseste, ich bin Al Capone. Das ist auch nicht der Punkt. Aber jeder weiß, wenn Flair von Straße rappt, wenn Flair von Scheiße rappt, wenn Flair von harten Sachen rappt, also wenn er harte Wörter in seiner Musik benutzt und das cool klingt, er weiß, wovon er redet. Kein krasser Gangster in Berlin weiß nicht, wer Flair ist und kein krasser Gangster in Berlin weiß nicht, dass Flair weiß, wovon er redet. Mach nur YouTube an und du weißt, wie viele Schießereien, Stechereien, bababa, irgendwelche Leute, wo ich involviert war. Ich will damit sagen, Alter, es geht nicht darum, wer ist der Krasseste, wer ist Gangster, wer ist nicht Gangster. Ich will damit sagen, wenn du über Straße rappst, wenn du über diesen ganzen Zuhälter-Lifestyle rappst, Alter, so, und du das vor den Kindern machst, bist du Hip-Hop? Und ihr als Medium, ihr habt denen überhaupt erst das Forum geboten, Alter. Ich will jetzt nicht, hör auf zu quatschen, was du gemacht hast, oder darüber reden wir jetzt nicht. Die Leute haben es garantiert nicht gemacht. Und Leute wie du setzen sich mit diesen Leuten in ein Interview und jetzt kommen wir erst zu dem Punkt und reden mit denen, als wenn sie in einem Kasperle-Theater wären. Du machst deren Schauspiel noch mit. Warum machst du das? Warum kriege ich ja nicht jedes Mal, wenn wir ein Gespräch führen? Ich frage dich, weil du erwachsen bist. Weil du ein erwachsener Mann bist und ich nehme dich ernst. Ich frage dich ernsthaft, warum machst du dieses Spiel mit? Wegen dem Geld? Ich gebe dir Geld. Wegen dem Geld? Du verkaufst dich, du redest mit einem faken Typen vor der Kamera und fakest die fake Scheiße mit. Warum? Darf ich? Sag! Ja, okay, dann musst du mir jetzt genauso viel Raum geben, damit ich antworten kann. Ich gebe dir seit fünf Interviews gebe ich dir aber auch passende Antworten. Niemals. Du hast noch nie als Hip-Hopper, wirklich wahrhaftig, du hast immer als Journalist geantwortet, aber noch nie. Du bist ein Hip-Hop-Medium, du bist ein Nischen-Medium. Du hast noch nie gesagt, warum du noch nie einen Backspin-Artikel darüber geschrieben hast und gesagt hast, Leute, warum kauft ihr fake Scheiße? Ja, weil das für mich zu pauschal schwarz-weiß gedacht ist. Erklär mir das. Warum ist es pauschal schwarz-weiß gedacht? Weil ich finde, dass... Ist Kollege real? Da geht es ja schon genau damit los. Kollege spielt natürlich eine Rolle. Du redest gerade wie einer, der Dings Blumenverkäufer ist. Nein, mach straight real talk. Was willst du denn von mir? Ich will die Antwort. Ja, habe ich doch eben gesagt. Ist Kollege real oder fake? Ist Kollege ein guter Rapper oder kein guter Rapper? Das ist ein anderes Thema. Nee, das ist genau doch, das doch. Gleiche. Nee, doch, Digga, das Moment. Ist genau das gleiche Thema. Worum geht's denn? Okay, es geht also darum, dass für dich ein guter Rapper ist, der technisch gut ist. Nein, es geht... Warte, was ist für dich ein guter Rapper? Du willst... Digga, lass mir den Raum und das erklären. Und ich habe deine Antwort davon bekommen. Kollege ist kein guter Rapper.
Warum ist Kollege kein guter Rapper? Weil er Scheiße erzählt. Weil er lügt. Geht, du bist ein Rapper. Geht es wenn du lass mir mal Kollege weg. Warte mal kurz. Geht es auch um Technik und Skills? Oder nur um Inhalt? Hä? Es geht nur um Inhalt. Bitte? Es geht nur um Inhalt. Findest du wirklich? Das, was ihr unter Technik versteht. Damit disst du aber Rakim, damit disst du Nas. Du, was willst du sagen? Kollege rappt wie Rakim? Nein. Ganz kurz, was mischst du denn gerade Äpfel mit Birnen? Du sagst gerade, Kollege rappt wie Rakim. Du hast gerade die beste Antwort gegeben. Gib mal High Five. Vergleich. Hab ich nicht. Warte mal, Rakim hat 100% Real Talk. Rakim hat 100% Real Talk. Episches Interview. Wir werden in Deutschland endlich mal das Kind beim Namen nennen. Du hast gerade Kollege. Aber dann lass mich ausreden! Erzähl, vergleich einen Ami-Rapper mit Kollege. Einen Franzosen-Rapper. Ich habe keinen Ami-Rapper. Es gibt keinen Ami-Rapper. Es gibt keinen Ami-Rapper, der so scheiße rappt wie Kollege. Es gibt keinen, der sagt, dass er ein Zuhälter ist, außer auf dem College irgendwelche 18-jährigen Jungs. Real Talk. Real Talk, Digga. Und Rakim wird gefeiert wegen seinem Inhalt. Und Rakim wird wegen seiner Technik und wegen seinem Inhalt und seiner Weisheit gefeiert. Und wegen seiner Technik. Du hast es eben gerade gesagt. Was habe ich 2006, du warst involviert? Wie habe ich gerappt auf dem Album nach 2 Mixtapes? Simpel. Warum? Weil ich habe was erlebt, ich habe was gesehen in der Zwischenzeit und ich habe es versucht, den Leuten normal nahezulegen, ohne diesen ganzen Zirkus. Ich sage dir, ist doch kein Kasperle-Theater, so wie er vorhin gesagt hat. Ich sage dir, warum Leute, Stichwort wieder, Nico. Ja, das ist klar, es artet gerade voll in der falschen Richtung. Nein, das ist wichtig. Weil ihr instrumentalisiert mich gerade, um Probleme mit Kollegen zu lösen. Nein, scheiße, es geht gar nicht um Kollegen, scheiß auf Kollegen, peace an Kollegen. Du verstehst was falsch. Fake Leute kaufen fake Leute. Warum kaufen fake Leute fake Leute? Warum kaufen Leute einen von jemandem? Warte mal, Nico, hör mir gut zu. Ich höre dir die Leute, Zeit. Warum kaufen Leute die Platte von jemandem, wo sie wissen, er ist fake? Ist gar keine Frage. Wir gönnen ihm seinen Erfolg. Jeder Mann soll sein Geld machen, soll Erfolg haben. Du, jeder Kollege, egal wie die alle heißen. Warum kaufen Leute von jemandem eine Platte und sagen, die Technik aber ist gut? Genau deine Argumentation gerade. Er lügt, aber die Technik ist gut. Warum? 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 Weil es für jede Art von Konsumenten eine unterschiedliche Geschmacksfrage gibt, wie ich Rap konsumiere. Hast du recht? Du hast recht. Kreuzworträtsel-Rap. Aber warum ist, wir reden jetzt von den Nischen. Ja, genau. Warum ist aber die Nische in Deutschland, diese Nische, diese komische Kreuzworträtsel-Rap-Nische, warum ist die, steht die in Deutschland über allem? Über Realness. Aber die Frage soll ich dir beantworten? Nein, warte mal. Über Soul. Nein. Wir haben gerade rhetorische Fragen. Ich gebe mir die Antwort selber gleich. Wir haben Schlagerkünstler gerade auf der 1. Genau, immer wieder Schlager. Ja. Stellst du mir ernsthaft diese Frage. Das ist doch logisch, dass das voll. Dicker, scheiß mal auf Schlager. Wir können jetzt nicht über Schlager reden, weil du bist ein Nischenmagazin. Nein, wir reden aber vom Markt. Weißt du? Aber du fragst mich vom Markt. Natürlich. Nein, wir reden nicht vom Markt. Nein, wir reden von Hip-Hop. Du bist doch kein Medium, was für den Markt agiert. Glaubst du, dass Kollege 300.000 Platten verkauft, nur in einer Hip-Hop-Szene? Nein. Ja, und genau deswegen ist es doch... Interessiert uns Kollege und seine Verkaufszahlen. Du interessierst mich. Du bist Hip-Hop. Du bist das Medium. Du verstehst was nicht. Du als Hip-Hop-Medium gibst dich so, als wenn du ein Bravo-Magazin wärst und sagst, naja, weißt du was, das ist Musik, jeder hat seinen Geschmack, kauf die Musik, aber das ist nicht Hip-Hop. Das ist Pop. Die Frage ist, was du als Hip-Hop-Medium davon hältst. Das ist Pop. Du redest gerade wie einer Pop. Nico, du bist Nico vom Backspin, Dicker. Ich bin Flair. Wir chillen hier gerade. Wir repräsentieren Rap in Deutschland to the fullest. Und du sagst zu mir, naja, Kollege ist wie Rakim. Dicker. Nee, das habe ich nicht gesagt. Hast du gesagt? Nein. Okay, dann haben wir dich falsch verstanden. Ja. Aber du sagst zu mir, normal, Musik ist doch okay, wenn er lügt in seiner Musik, Alter. Und wenn er dann irgendwas in gute Reime verschachtelt, bla bla bla. Er ist ein guter Rapper. Er ist kein guter Rapper. Warte. Du hast gerade selber gesagt. Hör mir zu, Nico. Ja, aber es ist unmöglich, mit darf dir ich zu ausreden? Reden. Ja, es ist aber unmöglich, wenn du die ganze Zeit redest. Weil ich Punchlines bringe. Real Talk. Wenn ich zu dir sage, entschuldige bitte, wenn du zu mir sagst, die größte Mainstream-Masse, die keine Ahnung von Rap hat, hat Kollege gekauft. Kaufen Leute, die Ahnung haben von Rap, Kollege? Kannst du diese Frage so pauschal beantworten? Klar, kann man. Nee, würde ich nicht sagen. Doch, jemand, der am fakesten ist, verkauft am meisten. Ist für mich super. Das ist für mich ein super Indiz. Ich bin kein Freund von solchen Pauschalisierungen. Du hast doch gerade das Beispiel genannt. Du hast doch gerade selber gesagt, Kollege ist ein Mainstream-Thema. Casper ist ein, entschuldige bitte, Crow, wir dürfen nicht so viel von Kollege reden. Crow ist ein Mainstream-Thema. Warum sind die Leute Mainstream? Weil sie nicht Rap repräsentieren. Weil sie nicht Rap repräsentieren. Sobald du Rap repräsentierst, die Merkmale, die Rap repräsentieren, hast du keinen kommerziellen Erfolg. Ist dir Licht aufgegangen.
Und ich verstehe, ich verstehe, was du mir sagen willst. Endlich haben wir es Nico erklärt. Aber Digga, das verstehe ich schon seit Jahren. Nur Moment, und du supportest es. Nein, wir haben immer noch zwei unterschiedliche... Jetzt lass mich mal ganz kurz. Wir haben immer noch zwei unterschiedliche Ansichten von dem, was Rap alles bedeutet. Denn für dich ist Rap das Ding, wie du es verkörperst. Nein. Doch. Hä? Auf der ganzen Welt ist Rap das, was ich dir versuche zu erklären. Auf der ganzen Welt. Ich war in Frankreich, warte mal, ich war in Paris, ich war in New York, ich war in Miami, ich war in L.A. Ich war überall, da war das Rap das, was ich unter Rap verstehe. Dann komme ich wieder nach Deutschland und dann versuchst du mir was zu verkaufen. Die Leute, Alter, denken alle diesen Dings, Alter. Jedi Ritter. Und das ist eine Schande. Das ist eine Schande, dass ich mit Nico chille, und Nico von Backspin mir sagt, Alter, Rap ist auch was anderes, außer das, was du vielleicht sagst, Alter. Wenn du bei Facebook irgend so ein kleiner Junge wärst, der mir gerade einen frechen Kommentar reindrückt, kein Problem. Aber dass du mir sagst, Rap ist was anderes, als was das, wir dir versuchen gerade zu erklären. Und dann nimmst du noch Rakim als Beispiel. Nochmal, du verwechselst, jetzt fängst du an, drei Dinge miteinander zu vermischen. Nice, und ich hab, du musst mir schon die Möglichkeit geben, jeden von diesen Punkten einmal ganz kurz zu erklären. Fake Leute kaufen fake Leute. Kann ich das nochmal erklären? Und du unterstützt diese Fakeness, indem du sagst, weißt du, was ich meine, wenn die Allgemeinheit, wenn der Mainstream das kauft und es funktioniert, dann lass es doch funktionieren. Das ist Pop-Business. Wir haben nichts dagegen, du verstehst was nicht. Wenn Crow das macht, was gibt's noch für erfolgreiche Rapper, Casper, so, wenn die das alle machen, der Erfolg sei denen gegönnt. Wir reden über dich, du bist ein Nischenmagazin, du bist Hip-Hop und du supportest es. Und darum ist Rap in Deutschland gefickt, weil ihr das alles supportet. Weil ihr nicht sagt, ey, Moment mal, Alter, ganz im Ernst, der Typ kann Erfolg haben, wo er will. Aber meinst du ganz ernsthaft, dass jemand, der etwas, was in Amerika passiert, in Deutschland genauso macht, dadurch real ist? Nein. Der, was in Frankreich passiert, in Deutschland genauso macht, real ist? Nein, du verstehst nicht, auf den kulturellen Grundlagen in Deutschland geht Rap nicht. Es ist nicht kompatibel. Die Hip-Hop-Kultur ist nicht kompatibel mit der deutschen Kultur. Mit der deutschen Nike-Kultur, wenn wir jetzt über Uhren reden. Ja, genau, das hatten wir ja schon. Genau. Ich will deine erste Frage beantworten. Und genauso die Coolness-Frage. Du hast doch, wir haben die Diskussion angefangen mit Sentence. Du hast ihn gefragt, warum ist er nach Polen abgehauen? Ich will dir sagen, wenn Sentence so... Ich habe ihn nicht gefragt, warum er nach Polen abgehauen ist. Okay, dann habe ich es falsch verstanden. Wenn Sentence so in der Disco steht, kommt eine Olle und will mit ihm ficken. Weil sie versteht, warum er so aussieht. Wenn ich Sentence so in eine deutsche Disco stelle, dann wollen sie lieber Andrea Berg. Sie wollen lieber mit Andrea Berg ficken. Du weißt, du verstehst die Metapher. Ich bin voll. Okay, du verstehst mal. So, ich will damit sagen, er repräsentiert alles mit seiner Optik gerade, was Hip-Hop ist. Das ist mir aber immer zu einfach. Das ist zu sehr auf einen Stereotyp runtergebrochen. Und das stimmt doch nicht. Hä? Moment mal, nein. Ja, das würde bedeuten, nur dass... Sehen wir alle gleich aus in deinen Augen? Hä? Sehen wir alle gleich aus in deinen Augen? Nein. Also, du tust aber so, als wenn irgendwelche Leute einfach irgendwelche Grundpfeiler von Hip-Hop-Kultur, Alter, einfach weglassen können und ihr eigenes Ding, dann sollen sie es anders nennen, dann sollen sie es deutschen Sprechgesang nennen. Ja. Kreuzwort, Rätsel, Sprechgesang. Fertig. Ja. Du kannst doch nicht einfach die komplette... Bist du nicht der Meinung, in Deutschland gibt es eine Parallelgesellschaft? Wer repräsentiert die Parallelgesellschaft mehr? Wir oder diese Leute, die Kasper Theater haben? Worauf willst du jetzt hinaus? Worauf ich hinaus will, ist die Leitkultur. Ja? Die Leitkultur. Repräsentiert die Leitkultur aus Göttingen, Wilbingen, Schwenningen, egal wo. Repräsentiert die das, was in Deutschland auf der Straße passiert, wo in Frankreich, England, Amerika und im Rest der Welt Rap herkommt? Repräsentieren diese Leute das? In Mainz? Ist dein Ernst? Alter, genau, da ist genau das, genau Ding. Da ist das Thema. Wir fahren durch Hamburg und die erste Band, die Hamburg richtig repräsentiert, kommt nach 20 Jahren 187. Ja, 187. Hat jemals ein Berliner was gegen 187 gesagt? Er ist der größte Hurensohn. Wenn irgendein Rapper in Berlin auf einmal kommt und jetzt 187 disst, dann nur, weil er ein neidischer Bastard ist. Willst du wissen, warum? 187 repräsentieren die Leitkultur. Das heißt, Beginner waren zum Beispiel kein Hip-Hop? Nein. Warum nicht? Weil sie die Leitkultur, weil sie die Straße nicht repräsentieren. Aber die sind doch genau aus einer Zeit, und dann, ihr seid ja auch alle schon ein paar Tage älter, aus einer Zeit, wo Hip-Hop in Deutschland eine andere Sozialisierung hatte. Nein, eben nicht. Doch, hat natürlich. Gleichstraße 42, Schöneberg. Das war nie Hip-Hop. Und ihr habt es nie verstanden. Und ihr habt es heute immer noch nicht verstanden. Anscheinend Falk hat es verstanden. Falk kommt und sagt langsam, ey, damals habe ich viel falsch verstanden. Das ist genau der Punkt. Hip-Hop in Hamburg fing an mit 187. Und Nate. Nate, ja, 57. Ja, auch Grüße. Das ist Tag 1 Hamburg-Rap. Alles davor war kein Rap. Kek. Sammy. Kek. Er konnte rappen. Er kann rappen. Kollege kann rappen. Aber sie repräsentieren nicht die Straße, die Leitkultur. Das, was Rap bedeutet. Aber sie rappen sogar das, was wir rappen. Ja, guck mal. Warum? Wenn es nicht so ist, Nico. Wenn es nicht so ist, wenn die Leitkultur und das, was wir thematisieren, ich rede vom Inhalt. Ja. Wenn das kein Thema ist, warum
warum imitiert er es dann? Warum rappt Kollega oder warum rappt Sammy nicht über das schöne Leben in Mallorca? In Eppendorf. In Eppendorf. Warum rappen sie über die Straßensachen? Warum rappt Kollega über Straßensachen, wenn es aber nicht so wichtig ist? Das ist ein Film. Siehst du? Aber es ist mein Film. Für wen ist der Film denn, den er macht? Der Film ist echt. Ja. Ich habe keinen Bock mehr. Wenn wir durch Deutschland fahren, wir sind alle bewaffnet. Wir sind alle bewaffnet. Und dann muss ich mich jedes Mal in ein Interview setzen und muss mit dir den... Ich liebe dich, ich schwöre dir, du bist mein Bruder. Aber dann muss ich bei dir den Pädagogen raushängen lassen. Ich habe keinen Bock mehr, Nico. Mein Leben, ich schwöre dir, unser Leben ist so rough. Ich habe keinen Bock mehr, Alter. Dass Leute im Internet sagen, ja, weißt du was, ist doch eh alles Story. Ich schwöre dir ganz im Ernst, meine Musik ist untertrieben. Gerade. Mein Lifestyle, so wie ich meinen Lifestyle gerade lebe, was ich durchgemacht habe in den letzten 5 Jahren, meine Musik ist noch untertrieben. Und dann kommen irgendwelche anderen Hurensöhne, Alter, und denken sich irgendwelche Filme aus, die meine Filme sind. Die Hip-Hop-Filme sind. Ich habe die Filme nicht gekauft. Oder Patent darauf. 187 Hamburg. Azad. Auch Manuelsen, mir egal. Der weiß, wovon er redet. Auch wenn wir uns persönlich nicht leihen können. Ich will damit sagen, Deutschrap muss wieder das werden. Oder muss endlich mal das werden, was Rap ist. Und ich habe die Schnauze voll, Alter, von irgendwelchen Lügnern, irgendwelchen Schwänzen, die dann aber auch noch kommen und sich mit uns anlegen. Wenn die ihr Ding machen würden, es gibt doch, weißt du, ich weiß, worauf du hinaus willst. Du möchtest sagen, ey Leute, es muss daneben noch parallel was existieren können. Es kann nicht jeder sozusagen ein harter Motherfucker von der Straße sein. Es gibt auch normale, nette Jungs und die dürfen rappen. Die dürfen auch rappen. Aber fickt nicht die Leute an, Alter, die sozusagen... Die Grundsäulen, hat er gut gesagt, die Grundsäulen von dieser Kultur repräsentieren. Du kannst auch übers Brot schmieren, auch kreativ rappen. Warum rappst du warum benutzt du Pseudo-Unterweltwissen? Warum benutzt du Sachen, so, die du nie in deinem Leben gesehen hast, so nur um deine Musik auszufüllen? Ich sag dir ganz genau warum. Weil es irgendwann mit 17 als Kreuzworträtsel angefangen hat. Und dann irgendwann wusste er nicht mal, worüber er rappen soll. Und dann hat er einfach sich diesen Film, weil Gangsterfilme sind die spannendsten Filme. Ich muss leider noch mal was zu Kollega sagen, Dicker. Es sollte heute kein Diss-Interview werden, aber da kommt dann ein Zuhälter, ein war das ein Hamburger Zuhälter? Der Berliner. Berliner Zuhälter, wie hieß der? Bernd Krämer. Ricky Rose kommt und sagt, Rick Ross ist fake. Was verkauft Rick Ross in Amerika? Was hat er von den letzten Alben verkauft? 18.000. Fake. Ist 50 Cent fake? Nein. Warum sollte er fake sein? Ja, ich versuche gerade mir das mitzumachen. Warum sollte er fake sein? Warum sollte er fake sein, Alter? 50 Cent. Weil er genau den Lifestyle verkörpert. Nein, weil er weiß, 50 Cent ist mehrfacher Millionär. 50 Cent, wenn er harte Gangster-Texte rappt, er weiß, wovon er redet, er kommt aus dieser Zeit. Normal. Aber heißt das auch, ich will das immer noch verstehen, heißt das, wenn wir wirklich von Rap reden, wir reden ja von zwei Dingen. Von einem, der kann gut rappen. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich verstanden habe. Es interessiert keinen, der gut rappen kann. Ja, offensichtlich hat er auch. Ich frage dich was. Lass mich kurz mal über das eine machen. Also wir reden von den einen Personen, die gut rappen können. Jeder kann gut rappen. Jeder kann gut rappen. Ich hol dir Marvin, der kann gut rappen. Rappen ist doch nichts Schweres. Rapp mal bitte einmal wie Kollege, mach mal vor. Bitte, Dicker. Ist Technik. Hört mal. Jeder kann so. Ey, ganz ehrlich, ich hab keinen Bock auf dieses ganze Kollege-Bashing hier. Doch, aber er ist repräsentativ für eine Wackness. Er repräsentiert eine Generation von Wackness. Diese ganzen Tunis, diese ganzen Leute, auch wenn wir Landsleute sind irgendwo so, diese ganzen Leute, die existieren nur deswegen, weil solche Leute wie er überhaupt angefangen haben zu existieren. Was war gerade nochmal deine Frage davor? Entschuldige bitte. Ich habe versucht, dir erstmal aufzubauen. Es gibt auf der einen Seite Rapper, die rappen und dann... Jeder kann rappen. Ja, lass mich erstmal zu Ende. Die einen Ton macht, die kann rappen. Die rappt bestimmt besser als ich. Lass mich das jetzt mal zu Ende. Wie heißt du? Luisa kann bestimmt besser rappen als ich. Du machst mich fertig. Wow, Alter. Du machst mich fertig. Aber Luisa ist nicht ich. Du guck mal, Ghostwriting. Dicker, du machst mich fertig. Luisa, warte mal bitte. Ghostwriting. Weißt du was? Nico. Ja, mach. Ich muss das untermauern. Ich gebe auf. Warum ist es scheißegal, dass Echo für Bushido Texte geschrieben hat? Warum ist es egal, dass K1 für Bushido Texte geschrieben hat? Warum ist es egal? Weil sie nur über das Leben von Bushido Texte geschrieben haben. Bushido hat das Leben gelebt, über das sie schreiben. Wenn er mir hilft bei meinen Songs. Wenn Luisa, du hilfst mir morgen bei meiner Mucke, ich schwöre dir. Luisa kann besser rappen, sie kann Reime suchen, sie war lange in der Universität, sie ist intelligenter, gebildeter. Gebildeter oder Intelligenz sind zwei paar verschiedene Schuhe. Ich bin intelligent vielleicht, ich habe eine 30.000 Euro Uhr, ich bin nicht der Dümmste. Ich mache mein Geld. Sie ist aber vielleicht gebildeter, sie hat mehr Wörter im Kopf, sie kann mir helfen beim Schreiben. Trotzdem schreibt sie über mein Leben.
ich kann nur das rappen, was ich gelebt habe. Ich rappe nicht, was ein anderer gelebt hat. Und darum bin ich authentisch, wenn Sentence mir morgen ein 16er schreibt. Was hat Jay-Z über Nas gesagt? You scribbled it in your notepad and created your life. Dass er es nur gesehen hat bei anderen. Ich kann in dem Punkt aber euch, also das ist Totschlagargument. Ja, da kann man im Prinzip recht geben. Sobald von der Sichtweise jemand einen Lifestyle nicht 100% verkörpert, warum sondern ihn als Film so nur, warum? Weil es, lasst mich jetzt bitte doch mal wenigstens einen halben Satz zu Ende. Okay, entschuldige bitte. Ganz ernsthaft, sonst wir lieben, ich mich nicht trotzdem. Seite. Ja, ich weiß. Also es gibt einen Rapper, der macht einen Film, den er nicht 100% gelebt hat, rappt darüber. Weißt du, wovon er redet? Wenn er nicht weiß, worüber er redet, ist es kein Rap. Das verstehe ich richtig. Nein. Es ist fake. Ja, sei, also es ist schlichtweg fake. Rap? Du tust faker so, Rap. Du tust so, als wenn. Aber man kann gut rappen und trotzdem nicht Rap jeder sein. Kann rappen. Rap ist. Vanilla Ice hat gerappt. MC Hammer war MC Rapper. Hammer hat gerappt. Jeder kann rappen. Rappen ist nicht schwer. Ihr tut alles so, als wenn das, was Kollege macht, schwer ist. Es ist nicht schwer. Ich schwöre dir bei Gott, wenn ich so rappen wollen würde, ich würde Sentence sagen, man Dicker, er könnte das jetzt so freestylen, aber er will gerade nicht. Dicker, das ist Kinderkacke. Leute, die das hören. Das ist Anfängershit. Das ist Anfängershit. Das machen kleine Jungs, um es zu beweisen. Es ist viel schwieriger, was reduzierter, ästhetischer darzustellen, als verschachtelt und künstlich technikbasiert. Das haben wir damals, Alter, angefangen, 2003. Da haben wir alle diese Filme gemacht, weil er die etabliert hat. Es ist nicht gut. Aber jetzt sagen wir mal, er kann gut rappen. Jeder kann gut rappen. Rap ist nichts Krasses. Aber weißt du, was das Ding ist? Er spricht damit eine Käuferschicht an. Danke. Pass auf. Er spricht damit eine Käuferschicht an, die sowieso das verachtet, was wir machen und Menschen wie uns verachten. Die verachten ja? Das, was er rappt. Und er selber, oder jetzt nicht nur Kollege, sondern diese Leute, stellen sich dann aber noch hin und sagen, ach, was für Opfer, ihr müsst die verachten, das sind richtige Dings so. Als ob wir Bauern sind, als ob wir Asis sind. Und da fängt das Problem an, weil er und seine Käuferschicht und diese Leute, die sowieso schon von Leuten wie uns denken, ach, voll die Asis, die haben nicht studiert, die haben nicht dies, die haben nicht das, alles. Nimm uns auf die Schippe. Er sagt, er ist Zuhälter. Er hat Jura studiert. Flair disst ihn und sagt, er hat scheiß Verträge. Wie kann Flair das sagen? Ich habe Jura studiert. Ich habe erweiterten Hauptschulabschluss. Und keiner von euch sagt, was bildet dieser arrogante Bastard eigentlich nicht ein? Darum geht's. Glaubst du, die Haftbefehl-Fans, die große Käuferschicht von Haftbefehl nach Chabos, wissen wer der Babo ist, haben Haftbefehl gefeiert, weil er so kredibil ist? Die haben dich über ihn lustig gemacht. Chabos, wissen wer der Babo ist? Irgendwelche Medienfuzzis. Szeneopfer. Szeneopfer. Das heißt, der Grund, warum Haftbefehl wirklich cool ist, weil Haftbefehl die Leitkultur repräsentiert, weil Haftbefehl einen eigenen Flavor an den Start gelegt hat, einen eigenen Look an den Start gebracht hat. Deswegen respektieren Rapper Haftbefehl. Und die ganze große Mainstream-Masse... Real Recognize Real und so. Ja, Real Recognize Real. Und die ganze Mainstream-Masse macht sich eigentlich nur darüber lustig, holen ihn in seine Sendung Zirkus Halligalli, Alter, und belächeln diese Kultur. Und Leute wie du unterstützen das. Ich muss dich leider angreifen. Und es fängt leider jetzt so an zu sein wie in Frankreich vor ein paar Jahren, wo das schon früher angefangen hat, in den 90ern, wo man Rapper eingeladen hat, damit dann die weißen französischen Schnösel in Paris mit dem Finger zeigen konnten auf die Farbigen aus den Ghettos, weißt du? Und deswegen finden wir einfach, dass sowas einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Weil mittlerweile leben wir in einem Land, wo über 2 Millionen Flüchtlinge insgesamt kommen werden, wo immer mehr Ausländer sind, wo es immer mehr Ghettos gibt, wo es immer mehr Leute gibt, die aus schwierigen Verhältnissen kommen. Böhmermann holt sich seinesgleichen in die Sendung. Genau. Er holt sich nur seinesgleichen in die Sendung. Er holt sich einen Dendemann und veräppelt halb Deutschrap. Er holt sich Kollegen an die Sendung. Er holt sich Kollegen an die Dendemann. Lass mal Dendemann sein. Der ist einfach auch eine gescheiterte Existenz. Gut, dass er Arbeit hat. Ist so. Dendemann ist ein lyrischer, cooler Typ, konnte sich halt nie gut vermarkten. Aber ein Jan Böhmermann holt sich nur seinesgleichen in die Sendung. Die Oberschicht, die mit einer arroganten Art auf die Unterschicht herabguckt und sie belächelt. Kollege und Jan Böhmermann. Leute, die nie in der Unterschicht waren. Ich werde genau. Die beide ficken, wenn ich die sehe. Ich habe zum Beispiel, für die Arroganz. Ich habe zum Beispiel für das Haftbefehl-Phänomen, das ihr beschrieben habt, das genau das gleiche Gefühl gehabt, dass eine Zeit lang jemand mit einem Song wie Chabos wissen, wer der Babo ist, gefühlt den größten Hit des Jahres, ich weiß nicht, 2013, 2014. Aber weil sie drüber lachen. Und das Ding hat trotzdem nicht dreifach Platin, vierfach Platin. Sie haben drüber gelacht und ich schwöre dir, Haftbefehl, ich sage das nicht, weil ich ihn indirekt so einen reindrücken will. Ich schwöre dir, ich habe mich darüber aufgeregt, wenn einer so, hey, Chabos, was ist denn der Babo? Ah, du Bastard, Dicker, weißt du überhaupt, was er da, weißt du, wer er ist? Weißt du, welche Kultur er damit repräsentiert? Was er damit ausdrücken will? Peilst du überhaupt, Alter, dass es nicht lustig ist? Wo hört dann aber bei dir zum Beispiel, wenn du jetzt schon so weitermachst, die Grenze zwischen
Real verkörpern und Vermarktung? Also wo ist die Grenze dazwischen? Wo hängt? Solange du wirklich in der Kunst bist und das ernst nimmst, aber wenn einer da kommt und es verarscht und damit Geld macht, wenn zum Beispiel jetzt morgen wir alle das Glück haben, wir machen einen Song und wir haben den Song voll ernst gemeint. So Jan Böhmermanns und Olli Schulzes, die sagen ja, ich kann mich nicht selber reflektieren. Ich komme euch entgegen. Ich mache morgen einen Hit und ich nehme das voll ernst. Ich bin voll der krasse Flair. Ich bin im Studio und wir chillen und wir sind alle voll hart und wir nehmen uns alle voll ernst. Und dann wird es aber der nächste große Comedy-Hit. Dicker Money Talks, mir ist scheißegal. Wenn die Kohle stimmt, stimmt die Kohle. Ich gucke nur auf mein Konto. Aber wenn ich in einer Sendung sitze... Aber passt das zu den... Natürlich passt das dazu. Ich war im Heim, wo warst du? Ich habe auf der Straße geschlafen. Soll mir einer erzählen, Alter, so ich bin, ja, ich soll ist, kein Geld haben. Ja, das ist alles okay. Nee, das ist alles vollkommen richtig. Ich frage nur so das nach... Das ist alles Wohlstandsgequatsche. Oh, er redet nur von Geld in seiner Musik. Nein. Ich rede von den... Ich will das mir erklären lassen, dieses Rap, dieses Real-Sein, diese Werte. Ich will dir was erklären. Ja. Wenn Leute den Song feiern und aber nicht den Song so annehmen, wie ich ihn gemeint habe, und der wird trotzdem ein Multi-Hit, kann ich nichts dran ändern. Ich will damit sagen, ein Haftbefehl kann nichts daran ändern, dass die Leute den Song so falsch auffassen. Er sagt auch, mir scheißegal, die Leute sollen mir Geld geben. Verstehst du? Die Leute bezahlen. Aber am Ende des Tages gibt es in Deutschland nur den kommerziellen Markt. Ja? Und den kommerziellen Markt kannst du mit zwei Emotionen bedienen. Lustig und traurig. Nicht cool. Ja. Das heißt, wenn ich einen für mich und cool... Und das ist in den Staaten anders. Natürlich, in den Staaten musst du nur cool sein. Rihanna ist cool, kommerziell. Chris Brown ist cool. In Amerika zählt nur Coolness. Nur Coolness. In Frankreich zählt nur Coolness. In Italien, auch wenn es da kein Hip-Hop gibt, musst du cool sein. Ist das gesund? Ja, nee. Sieht es cool aus? Okay, das ist Amerika, Dicker. So, Amerika auf deinem Tisch. Verstehst du, was ich meine so? Ja. Das ist der Punkt. Totschlager. Ja. Und in Deutschland ist es ein Manko, wenn du cool bist. Hast du schon mal Traumschiff gesehen, wie das beleuchtet ist? Ja, gute Zeiten, schlechte Zeiten? Hast du mal amerikanische Serie gesehen, wie ausgeleuchtet ist? Ja, natürlich. Also, aber das du weißt das doch ganz genau, wovon wir reden. Das ist für dich so, du weißt es so krass, Alter. Du weißt es so krass und trotzdem sitzt du in einer Sendung mit uns und wir müssen es dir erklären, Alter. Und trotzdem, Alter, sagst du, warum, Alter? Das andere hat doch auch seine Berechtigung. Es ist schlichtweg mein Job als Journalist. Nein, ist es nicht dein Job. Nein, doch, nein. Doch. Machen wir heute ein Heft, wo der aktuellste Rapper cool abfotografiert wird. Du verkaufst am meisten Hefte. Nee, eben nicht. Weil genau das, was ihr mir eben gerade erklärt habt, ist, dass das auf dem deutschen Markt nicht funktioniert. Doch. Siehst du doch bei uns. Aber ja, du kommst zu mir. Aber du hast mir eben gerade selber gesagt, dass das in Deutschland... Dicker, läuft bei mir oder läuft nicht? In Deutschland, ihr habt mir gerade selber aber erklärt, dass in Deutschland cool sein nicht... Aber nur bis zu einem gewissen Level. Bis zu einem gewissen Level. Ja, aber für ein Heft doch noch viel weniger, um jetzt mal kurz da zu bleiben. Nein, du verstehst nicht. Deswegen gibt es doch die Hip-Hop Bravo wahrscheinlich. Wie viele Hefte musst du denn verkaufen, damit du davon leben kannst? Ey, können wir mal bitte aufhören, Alter. Gott, die Bravo Hip-Hop gibt's auch nicht mehr. Weißt du, was das Problem an der Bravo Hip-Hop und an den ganzen deutschen Hip-Hop-Medien ist? Sie hat sich mit den coolen Leuten verkackt. Guck mal, erstens das und zweitens, die Leute springen auf einen Zug auf, nachdem eine Person schon berühmt und cool ist. In den amerikanischen Medien, ich schwöre, die XXL Magazine oder sonst was, wen packen die aufs Cover? Freshman. Die Leute, die cool sein könnten im nächsten Jahr. Freshman Cover. Die Leute, die cool sein könnten in den nächsten Jahren. Ich war noch nie auf dem Juice Cover, beste Punchline ever. Ich war noch nie auf dem Juice Cover, weil ich so cool bin. Weil ich so schön bin. DJ Khaled. Sie wollen uns nicht auf dem Juice Cover sehen. Was ist, was ich meine? Das ist so, die deutschen Hip-Hop-Medien, die feiern dich erst, wenn du cool bist. Erst wenn du so cool bist, dass du 100.000 CDs verkaufst. Wenn du cool bist, warte mal, wenn du als cooler Typ mit deinem krassen CL-AMG-Dings durch die Stadt fährst, die Deutschen gucken mal so. Was ist denn das für ein Drogendealer? Ja, aber genau deswegen. Warum fickst du diese Leute nicht? Ich ficke die Leute. Ich hier ficke die Leute hier und jetzt. Und dafür sind wir asozial. Ja, weil wir für etwas einstehen. Und dann kommt aber ein Kollege, der sagt, der macht genau so, warum ist der so asozial? Er repräsentiert. Er lacht mit denen über uns. Aber das heißt, dass genauso, wenn man das nicht verkörpert und nicht isst, dass es dann nicht echt ist. Raus! Nein. Das ist meine Meinung jetzt ganz kurz. Nein, raus. Die Frage. Weg. Nico, die Frage ist, warum findet Wackness und Antipathie der Realness und den echten Rappern so viel Anerkennung? Das ist unsere Frage heute. Das ist dann dieser Entertainment-Faktor, von dem wir gesprochen haben. Wen entertaint er denn? Eine halb rechte Oberschicht entertaint er damit. Ein gehobenen Mittelstand, der alle Eigentumswohnungen sitzt. Ey. Das habe ich damals gesagt und dann wurde von eurer Seite aus gebellt. Genau darüber reden wir doch die ganze Zeit. Wir reden seit einer Stunde darüber, du merkst es nicht. Ja. Wen entertaint er? Alle, die fake sind. Alle Kinder, alle Idioten. Alle, die vom Leben nichts begriffen haben. Ja, ich möchte jetzt nicht jemanden mit in die Kamera holen. Aber alle Leute, die noch nichts zum Leben begriffen haben, sagen,
Erziehst du so die Jugend? Erziehst du so die Leute, was Hip-Hop ist? Hip-Hop ist ein ernstes Ding. Hip-Hop kommt von der Straße, Hip-Hop ist für die Straße. Und es geht um richtige Themen. Nochmal zurück, Hamburg, wir sind heute hier, Kaiserkeller, 187. Die Leute reden den realen Scheiß. Ja, 100%. Und ist so. Und in Deutschland gibt es mehr Städte, die im Wohlstand sind, deswegen gibt es auch mehr Leute, die sich dadurch entertainen. Ist ja nicht mehr so. Aber größtenteils. Du hast ja, größtenteils diese Käuferschicht, ja. Deutschland ist größtenteils abgedeckt mit Publikum. In Städten. Weißt du, und das ist das Ding. Und diese Leute, die diese CDs kaufen, das sind genau die Leute, die sich das anhören und sagen, ey, voll geil, ich bin ja genauso, weil ich bin auch nicht real, ich würde aber gerne von der Straße sein. Deswegen gehe ich in, weiß ich nicht, in irgendwelche Straßenkammern raus und versuche mich draußen so zu posten. Phänomen von früher genauso gewesen. Nein. Doch, die größte Käuferschicht von NWA waren weiße Mittelstandskids in den USA. Digga, Punkt. Digga, weiße Kids in den USA waren die größte Käuferschicht für alles. Ja, natürlich, aber nein, NWA. Du hörst nicht zu. Die größte Käuferschicht ist immer die, die Geld hat. Ja, richtig. Ja, was ist doch... Das ist ja doof, Alter. Entschuldige bitte. Du sagst gerade, drei Leute, einer ist schwarz, wir beide haben Geld. Das ist nur mal in Amerika so gewesen. Wir kaufen die CD. Ah, NWA hat die Weißen mehr angesprochen. Was redest du? Das habe ich doch überhaupt nicht gesagt. Guck mal. Ich habe nur gesagt, dass dadurch viele CDs verkauft werden. Ey, guck mal, pass mal auf. Was, nach den 90ern, nach der Wiedervereinigung, waren die Ossis die Käuferschicht, die größte Käuferschicht für alles. Sie haben alles gekauft. Sie haben Blümchen gekauft, sie haben Scooter gekauft und sie haben nochmal gekauft, wenn was von Vinyl auf CD gepresst wurde. Was hat das den Labels gesagt? Oh, die Leute kaufen Blümchen, Blümchen ist gute Musik. Die größte Schrottmusik auf der ganzen Erde war jemals in den 90ern. Wie viele CDs hast du im letzten Album verkauft? 37.000. Was für Käufer sind es, die du brauchst, damit du 100.000 verkaufst? Sind das alles die den gleichen Film feiern? Er muss die Leute erstmal dazu erzählen. Das Problem ist, die Leute fangen viel früher an, sich zu prostituieren. Genauso wie die Medien. Das hat er dir vorhin vorgeworfen. Ey, ihr macht direkt dann irgendeinen Film, Alter, nur um. Hör mal zu, wir versuchen die gerade um zu mehr erklären, zu verkaufen. Wir versuchen dir gerade zu erklären, dass natürlich ab einem gewissen Punkt müssen viele Leute mitspielen. Und du spielst nicht mit. Wieso spiel ich jetzt nicht mit? Weil du nicht den harten Weg gehen willst. Du möchtest den kommerziellen Weg gehen, weil du sagst, am Ende des Tages. Dicker, wenn ich den kommerziellen Weg gehen würde, dann. Das ist immer so ein Zwischending, Alter, mit einem Fuß hier, mit einem Fuß hier. Bei den Rappern ist genau dasselbe. Okay, ganz kurz, weil davon reden wir doch die ganze Zeit. Ich glaube, es ist ein anderer Kultur. Diese Rapper warten nicht lang genug, bis sie ihre Generation so weit erziehen, dass alle es kaufen. Sie warten nicht lang genug, sondern sie passen sich dem Markt viel zu sehr an. Und damit sind sie in einem Ding und in dem anderen und machen nichts richtig. Warte mal, guck mal, am Ende des Tages, mir ist auch egal, ob ich 37.000 CDs verkaufe oder 7 Millionen CDs verkaufe. Ich mach das, ich rap das, wovon ich rede. Ich rede davon, wovon ich was verstehe. Und auch wenn ich mal einen kommerziellen Jump-Jump-Hit gemacht habe, oder auch wenn ich morgen mit ihm, wir trinken, Alter, ein bisschen was, oder wir machen Party und ich mache den nächsten kommerziellen Pop-Hit, das ist nicht das Problem. Es geht nicht darum, was ich mache oder was ich nicht mache. Es geht darum, was alle anderen machen, was sie nicht sind. Ja. Verstehst aber, du das? Aber bist du ein Pop-Hit? Ich könnte auch ein Pop-Hit sein, ist nicht schwer. Aber verkörperst du das dann auch? Natürlich verkörper ich das dann. Ich habe doch auch Augenblicke in meinem Leben, wo ich sage, okay, ich bin jetzt gut drauf, ich mache jetzt einen lustigen Song. Okay. Ist doch kein Problem. Und ich stelle mich dann auch nicht hin und sage, alle Leute, die kommerzielle Pop-Hits haben, sind Schwuchtel. Nein. Motrip hat mit einem Hit gelandet. Ich habe gestern mit Motrip telefoniert. Motrip weiß, dass die kleinen Kinder, die kleinen harmlosen Kinder, die überhaupt keine Ahnung von Rap haben, diesen Song lieben. Und deswegen sagt Motrip, yo, Flair, yo, alles cool. Wenn du bei mir anrufst, wenn es ein bisschen mit Alias, wenn es ein bisschen laut gerade wird, ey, okay, ich bin am Start. Alles cool, ich rede mit ihm. Aber zu dem, was Motrip weiß, was Straße ist. Motrip weiß, was Pop ist. Und Motrip ist einfach jemand, der soll sein Geld im Pop machen. Aber er soll am Ende des Tages auch wissen, was im Rap-Game läuft. Und das weiß Motrip. Motrip hat Berlin gesehen. Ja. So, und deswegen Respekt geben, Respekt nehmen, fertig. Aber viele andere, Digga. Die nehmen direkt die Abkürzung, fangen an zu verkaufen, nehmen die Abkürzung, Alter, und verkaufen den Leuten das, indem sie Leute wie uns und diese ganze Szene, diese Kultur belächeln und machen damit Millionen und scheißen im Endeffekt und auch nicht diese Kultur. Nicht mal belächeln, Kultur, schlecht machen, ja, runter machen. Versuchen, schlecht zu machen. Guck mal, weißt du, was der Unterschied zwischen dem, was er vorhin gesagt hat, zwischen den ganzen anderen Ländern und Deutschland ist? In den anderen Ländern, was cool ist, wird irgendwann erfolgreich. In Deutschland, was erfolgreich ist, ist erst cool. Ja. Verstehst du? Ja? Und am Ende des Tages, wenn wir mit unserem unreflektierten, verkappten,
Gangster-Film mit unserem Leidwesen, wie hast du gesagt, mit unserer Leitkultur, wenn wir unter uns sind und wenn wir uns selber bemitleiden. Lass uns doch sein, wie wir sind. Warum kommt so ein Hurensohn Jan Böhmermann und muss einen Song nehmen von mir und muss den parodieren in seiner Sendung? Anscheinend habe ich ja kommerzielles Potenzial. Sonst würde er ja nicht in seiner Sendung einen Song von mir nehmen. Sonst würde er ja Andrea Berg nehmen. Aber er weiß, die alten Säcke von Andrea Berg, die Fans von Andrea Berg gucken nicht Jan Böhmermann, sondern unsere Zielgruppe guckt Jan Böhmermann. Hätte er den Song so wie Jan Böhmermann wahrscheinlich noch performt, dann wäre das wahrscheinlich ein Riesenhit geworden. Ne? Sowieso, aber ich will damit sagen, die scheinen uns ja cool zu finden. Aber in die Sendung holen haben sie Angst. Das wurmt dich richtig, ne? Ich werde ihn ficken. Ich werde auch Kollegen ficken. Mai ist Bewährung vorbei. Denkst du, die letzten 3-4 Interviews, Alter, waren Kreuzzug irgendwas, irgendwas Gequatsche? Ihr werdet alle noch sagen, hätten wir mal diesen aggressiven Typen, diesen Choleriker ein bisschen ernster genommen. Wir sind gerade am Anfang. Der Schwanz, Felix, ich werde ihn ficken. Und ihr werdet alle sagen, hätten wir mal nicht so viel dazu beigetragen, dass die Sache so krass eskaliert. Hätten wir mal nicht in den Interviews so viel mit beiden Parteien drüber geredet. Scheiße, wo ist die ganze Sache geendet? Deutschland, ihr werdet noch alle aufwachen. Ist dir aufgefallen, dass ich das Thema nicht angesprochen habe, sondern du selber? Mann, Nico, Alter. Ja, nee, du fängst schon wieder an mit Interviews und Medien. Ich kriege hier seit einer Stunde von dir die ganze Zeit immer irgendwas in die Ohren gehauen, was ich alles, ich weiß, repräsentativ für alle Medien immer auf dem Kopf kriege. Nein, kriegst du nicht. Der Unterschied zwischen uns beiden ist, für mich ist Hip-Hop mein Leben. Du hast eine Release-Folge. Du sagst, okay, Flair, sein Album ist vorbei, keiner kommt klar mit mir. Warum redet er beim nächsten Album wieder diese Sachen? Dicker, das ist mein Leben. Rap ist mein Leben. Die ganze Nummer ist mein Leben, die beschäftigt mich mein Leben lang. Ja, aber genau das ist doch der Grund, warum man sich auch mit dir beschäftigt. Ich weiß. Warum die Leute sich mit mir beschäftigen, ist, weil ich einfach ein Dings bin, Alter. Interessanter Typ. Es ist unglaublich, wie viel Energie, wie viel Einsatz wir dafür verschwenden müssen, den Leuten zu sagen, es ist nicht cool, wenn jemand, der privat ein ganz anständiger, lieber, gebildeter Junge ist, dann sei so in deiner Musik und dann mach es nicht. Sei doch auf anständig. Auf Kosten unseres Films, unseres Lebens. Du verstehst nicht, der Grund, warum er es nicht ist, hat er Erfolg. So? Der Grund, guck mal, das ist ja das, was ich dir einfach nur sagen will. Wenn er es wäre, was er ist, Nico. Wenn alle in Deutschland das wären, was sie in ihrer Musik sind. Warum haben immer die Leute den Erfolg? Auf der einen Seite entweder, du hast vollkommen recht, es gibt Leute, die haben Glück mit einem Hit und dann haben die einen Hit. Da brauchen wir nicht irgendwie neidisch auf irgendjemanden jetzt einschlagen, der gerade einen kommerziellen Erfolg hat. Sag mir einen Hit, den der Kollege hatte. Sag mir einen kommerziellen Hit, den er hatte. Er hat keinen Song gehabt, der ein Hit war. Und du erzählst mir, er ist ein guter Rapper. Ja, ey, ganz ehrlich, langsam bin ich ein bisschen überdrüssig von dem, dass ihr mir hier immer Halbsätze entgegenwirft. Ich versuche Halbsätze zu antworten. Und ich kriege nicht Sätze. Die Möglichkeit. Nee, Digga. Rede ganze Sätze, wir lassen dich ausreden. Nee, Digga. Rede ganze Sätze. Das macht heute definitiv keinen Sinn. Bitte? Sag mal von Rakim einen Hit. Was war Rakim sein größter Hit? Rakim war nicht mein. Pay in Full war halt das mit Eric B. Okay, mit Eric B, okay. Ich kann dir bei jedem Künstler den größten Hit sagen, den er in seiner Karriere hatte. Also jetzt rapmäßig so. Und deswegen hat er den kommerziellen Erfolg gehabt. Ganz einfach. Kommt Rakim aus New York? Kommt er aus den Projects? Ist er kredibil? Ist er kredibil? Sind seine Freunde gestorben, als er angefangen hat, Rapper zu sein, sich von der Straße ferngehalten hat? Dieselbe Geschichte wie bei uns. Okay, Nas. War er ein Poet, obwohl er aus Queensbridge, aus dem schlimmsten Hood in ganz Queens kam? Okay. Aber die Jay-Z? Rapper kommen aus... Jay-Z kam er nicht aus Marcy, aus Brooklyn? Fat Joe. Ist das nicht die South Bronx? French Montana jetzt, obwohl der kommerzielle Musik macht, aber die müssen sich ja alle gegenseitig irgendwo respektieren, weil sie kommen aus denselben Hoods, die kommen aus denselben Vierteln. Aber wir reden von Leuten, die... Von dem deutschen Slim Jesus. Wir reden von den deutschen Typen... Und ist auch nicht schlimm, ey, normal. Slim Jesus, Kollege, Erfolg, Respekt. Geht mich nichts an. Du! Als Hip-Hopper. Oh, Alter Schwede, ich ja. muss dir das erklären. Nee, Digga, du musst es mir nicht erklären. Anscheinend schon. Sag vor der Kamera. Erzählt mir seit einer Stunde. Ich schwöre dir, es wird nichts rausgeschnitten. Sag vor der Kamera die Wahrheit und ich werde dich nie wieder nerven. Typen aus Dörfern machen Musik für die Dörfer. Ich hab doch überhaupt nicht die Möglichkeit, mal mehr als einen halben Satz zu sagen hier. Wir sind leise jetzt. Du kannst gerne jetzt sagen, was deine Meinung zu dem Thema ist. Du kannst es nicht so abtun, dass du kannst nicht sagen, wir haben dich nicht ausreden lassen. Doch, Digga, seit einer Stunde. Ich warte. Du hast keine Argumente. Sag jetzt das Argument. Digga, nee, wirklich ernsthaft nicht. Ey, ich schwöre dir, Nico, du machst mich sauer. Du ziehst dich gerade aus der Affäre. Weil es keinen Sinn macht. Okay, off the record, Kameras aus. Drei Leute mir gegenüberstehen und egal, was ich sage, er redet schon mal gar nicht. Guck mal, da geht's schon wieder los. Digga, ich brauche nicht zu reden. Einen halben Satz
und ich habe keine Möglichkeit, das, was ich sagen will, auszudrücken. Komm zum Punkt, was willst du sagen? Was ist deine Meinung dazu? Zu was genau? Das fangen cool, von das, A bis Z dass an. Also, okay, Kameras wieder an. Was ist deine Meinung dazu? Läuft die ganze Zeit. Okay, was ist deine Meinung dazu, dass du sagst, Alter, dass du als Argumentation gebracht hast, dass es in Amerika auch Rapper gibt, die lyrisch sind, wo Leute gesagt haben, die sind lyrisch, aber auch kredibil, dass du das in die Waagschale wirfst und sagst, jemand ist rein lyrisch, obwohl er gar nicht lyrisch ist, aber ich gebe dir den Punkt, Kollege ist sehr lyrisch, okay. Und du wirfst das in die Waagschale mit jemandem, der in New York die Grundsätze für Kredibilität erfunden hat. Wo ist deine Argumentation dafür? Die Frage, die davor war, ist, wer hört das? Wir reden von Fans. Warum kriegt der Raum? Deshalb das Beispiel, wenn wir jetzt zum 100. Mal über Kollega reden, da gibt es noch andere Beispiele dafür, ja. Weil sie gute Rapper sind. Ihr sagt, gute Rapper kann jeder sein, okay, aber genau die Art und Weise, wie er performt, nennen wir es von mir aus so aus, sorgt dafür im Gesamtpaket, dass das 300.000 Leute kaufen. Und wir sagen dir, das tut er nicht. Und wir sagen dir, das ist nicht der Kaufgrund für die Leute. Ich rede ja nicht nur vom Rappen, ich rede vom Gesamtperformance. Ich sage dir, ich glaube zum Beispiel, dass der Grund, warum er verkauft, ist. Guck mal, es geht schon wieder los, Alter. Wir brauchen nicht den Ersten. Brauchen wir nicht weiter. Nico, wenn du dich jetzt künstlich reinsteigerst, dann nehme ich es persönlich. Keiner unterbricht dich, red in Ruhe zu Ende, Dicker. Sag einfach deine Meinung, weil jeder lässt hier jeden ausreden. Aber mach nicht jedes Mal den, ey, keiner lässt mich ausreden, nur wenn einer mal in einer hitzigen Diskussion den anderen unterbricht. Lass mal fair bleiben, Dicker. Rede zu Ende. Ganz cool, Alter. Er hat dich jetzt gerade nicht krass unterbrochen, Dicker. Erzähl weiter. Was war dein Punkt? Ich sage zu dir, mein Punkt war gerade, Alter, dass, um das auch jetzt nochmal auf dich zu beziehen und nicht auf irgendwelche Leute da draußen, du bist einfach jemand, du möchtest es nicht aussprechen. Willst du wissen, warum? Nee, das stimmt doch überhaupt gar nicht. Was stimmt nicht? Du wirst mir mal vor, dass ich Dinge nicht aussprechen will und nicht mache und irgendwie einen Raum gebe. Mann, wir reden von einem Kosmos, der in Deutschland als Hip-Hop-Szene dargestellt ist. Punkt. Wer definiert das? Die Macher? Wer definiert das? Fragst du mich gerade? Was ist der Kosmos? Ich habe dir keine Frage gestellt. Ich habe gerade versucht. Ich frage dich, ob du mich fragen möchtest. Das war eine rhetorische Frage. Ja, guck mal, ich bin der Macher. Ich bin sozusagen einer von 100 anderen Leuten, die in dieser Szene gerade aktiv Richtig, sind. Richtig, genau. Ich bin seit 15 Jahren aktiv. Deswegen kann ich mir ein bisschen rausnehmen, zu sagen, ich bin die Szene. Ja, da geht's schon los. Erzähl, womit ist es? Es ist fast unmöglich, dieses Gespräch vorzuführen. Ist. Guck mal, jetzt muss ich erstmal den Ansatz wieder finden, wo ich eben war. Ja, sag mal leise, damit er dich konzentrieren kann, bitte. Weißt du, worum es geht, Nico? Ja, ich muss meine drei. Uncoolness. Und wir müssen dir erklären, dass der einfach uncool ist. Das ist Bullshit, Alter. Das ist so traurig. Nee, das ist Bullshit. Das ist schlichtweg so Bullshit. Aber wenn das am Ende die Aussage des Abends sein soll, dann von mir aus auch das. Es ist so traurig. Aber es ist Bullshit. Es ist so traurig, dass wir dir erklären müssen, was cool und was uncool ist. Und du nicht einfach nur das mit einem Satz, dass das, wie er gerade meinte, dass es eine einstündige Diskussion wird, wo man einfach nur sagen kann, Leute, ich verstehe, der ist uncool. Aber uncoole Scheiße kommt dir halt öfter an. Wir sind hier in Deutschland. Aber das haben wir doch eben schon 5-mal in 5 verschiedenen Versionen gesagt. Nein, du nicht. Du möchtest das ja, immer weil ihr, weil du ihr die ganze Zeit wieder, versucht. Nein, du möchtest das immer wieder begründen, jetzt unterbrichst du auch mich. Du möchtest das immer wieder so begründen, dass du sagst, es gibt eine Berechtigung für diese Musik. Und ich sage dir, es gibt keine Berechtigung für diese Musik, weil das ist Popmusik. Und ein Rap-Künstler hat keine Berechtigung, Alter, zu sagen, er ist ein Rap-Künstler. Und dann agiert er teilweise unter den Normen einer Popkultur. Einer Popkultur und persifliert Rap-Kultur, ja. Die wir verkörpern. Genau. Persifliert, verarscht eine Straßenkultur, die wir verkörpern. Aber das ist was ich... Auf unserem die ganze Zeit verstehe, was Sie mir sagen. Okay, danke. Dann haben wir doch einen Punkt gefunden. Ich habe als Ausrede genommen, dass der Künstler lyrisch ist und dass er deswegen cool ist. Ja, aber genau das ist. Aber das ist doch. Ich bin Rapper 15 Jahre. Warte mal. Wie kann genau das sein? Das ist doch genau das, was ich die ganze Zeit auch versuche zu sagen. Nur ich habe keine Chance, auch nur einen zweiten halben Satz hinterher zu setzen. Erzähl weiter. Er ist lyrisch. Weiter. Es ist, finde ich persönlich, aber ein bisschen einfach. Ich verstehe das, dass es einen Rap-Lifestyle gibt. Punkt. Aber ich glaube nicht, dass es nur den einen gibt. Und ich glaube, das ist das, wo wir immer in Probleme miteinander kommen. Ich glaube nämlich auch, dass der Typ, der nicht einen, der cool sein will, sondern vielleicht auch der nicht cool sein will. Der nicht besonders fancy ist, sondern der vielleicht auch, was weiß ich, Rucksack, Kopfhörer. Wer denn? Kollege mit Rucksack? Ach, Mann, nimm zum Beispiel. Das wäre doch cool, wenn er über Butterbrote rappen würde. Lass mich doch mal zu Ende sprechen. Crow ist auch cool. Crow ist doch cool. Crow ist auch cool. Eine andere Art von Musik, aber ja. Crow geben dir recht. Ja genau, aber dann sind es gibt haben mehr. Haben wir darüber haben wir gar nicht geredet. Weil ich nicht so weit gekommen bin. Ich versuche das die ganze Zeit zu erklären. Erzähl weiter. Du verstehst nicht, dass die
du verstehst, glaube ich, nicht, dass ich das, was ihr mir sagen wollt, vollkommen nachvollziehen kann. Aber okay. Es heißt ja nicht automatisch, dass ich hundertprozentig deiner Meinung oder eurer Meinung sein muss. Nein, musst du nicht, aber es geht ja um Folgendes. Und dann du versuchst gerade zu sagen, Alter, dass es sozusagen auch andere Arten von Coolness gibt, die wir nicht cool finden. Ganz einfach. Sie sagt, Alter, Leggings sind cool, eine andere Orde sagt, ja, okay, Jeans ist cool. Stimmt. Okay, ja. Bombe, darum geht's gar nicht. Du verstehst gar nicht, dass es darum geht, dass jemand etwas verkörpert, weil er es, geh mal raus mit der Kamera und dann noch einmal die Tür quietscht, ich raste aus. Mach mal die Tür zu, dann geh mal raus. Entschuldige bitte, nochmal. Der Punkt, wenn wir über Coolness reden, hört einfach da auf, wo Leute was adaptieren. Weißt du, es gibt Trendsetter und es gibt Leute, die sozusagen die Ersten waren in einer Bewegung und da gibt es viele, die in dieser Bewegung mitmachen, die aber nicht die Credits für diese Bewegung bekommen. Wir reden jetzt von einer Hip-Hop-Bewegung, wir reden von einer politischen Bewegung. Es gibt immer den Bundeskanzler, es gibt immer den Bundeskanzler und es gibt die Partei. Aber das sind alles agierende Leute. Das heißt, es wird immer ein Bushido geben und dann gibt es eine riesige Partei oder eine riesige Bewegung, die hinter Bushido mitläuft, die auch alle authentisch sind. Das sind alles Leute, Teil der Bewegung. Verstehst du das? Ja. Okay. So. Dann gibt es auch andere Leute, die die Crow-Bewegung feiern, die sich Skinny Jeans anziehen und die sich Panda-Masken aufsetzen. Die sind Teil der Bewegung. Das ist kein Problem. Ja. Und dann gibt es Leute, die sind Teil keiner Bewegung. Und die nehmen sich überall die optischen Raffinessen raus und verkaufen sie im Internet. Und im Internet müssen wir nicht untermauern, ob wir am Ende des Tages das wirklich sind, was wir vorgeben zu sein. Ja. Und wir versuchen dir zu erklären, dass der größte Spinner, der am meisten vorgibt, etwas zu sein, ob er jetzt ein Teil der Crow-Bewegung ist, ob er jetzt ein Teil der Bushido-Bewegung ist, ein Teil der Flair-Bewegung, ein Teil der Hart-Bewegung ist, uns geht nicht an, wer seine Bewegung wie gestaltet. Ich gebe Crow seinen Respekt und nur weil er kein Motherfucker ist mit Knarre, heißt nicht, dass ich ihn nicht respektieren muss. Ich muss jeden respektieren, der mich respektiert. Du verstehst nicht, dass wir Leute nicht respektieren, die etwas repräsentieren, was sie nicht sind. Ich verstehe es. Okay. Und der Grundgedanke von Hip-Hop ist, dass du im Endeffekt das bist, was du bist. Du verstellst dich nicht. Du darfst der sein, der du bist. Und du kannst dann gerne darüber rappen. Und ob du dann krass rappst oder nicht krass rappst, das sind alles Sachen, die kommen später. Die kommen später. Ob mir dein Rap gefällt oder ob mir dein Rap nicht gefällt, ob ich mir das anhöre oder nicht, das ist meine Entscheidung als Konsument. Dann bin ich Konsument. Aber ein Konsument ist immer etwas Totes. Ein Konsument ist immer was Totes. Nichts Lebendiges. Weil es nichts tut. Ich konsumiere. Ich konsumiere die Kekse, ich konsumiere den Alk, bababababa. Ich stopfe das alles in mich rein. So, ich kaufe etwas. Ich verkaufe nichts. Okay? Aber wir reden davon, dass wir etwas sind, was Lebendiges. Aktiv. Und es kann nicht einfach jemand kommen und dieses Aktive nehmen, als wenn ich ein toter Körper bin und es zu etwas anderem vermarkten, was er nicht ist. Weil ich rieche das. Ich rieche das wie ein Pitbull. Ich rieche dann, okay, das, was der rappt, ist nicht das, was er von mir genommen hat. Oder was er von 100 anderen Sachen sich zusammengeklaut hat. Und das kann ich auch nachvollziehen. Okay, Bombe. Und dann nochmal, um das zu untermauern, wir sind nicht irgendwie diejenigen, die sagen, okay, alle müssen nazimäßig in die Richtung laufen, es muss jeder hart sein, es muss jeder krass rappen, es muss jeder tough sein. Nein, es gibt viele Arten von Rap. Ob es jetzt Funny Rap ist, ob es jetzt Pop Rap ist, es gibt tausend Sachen. Aber ich sage dir, jede Silbe, die ein Kollege rappt, ist er nicht. Wie kann man dann also das konsumieren? Das war einfach nur unsere Frage. Wie kann jemand Fakeness konsumieren? Wie kann Fakeness cool sein? Wie kann Fakeness cool sein? Ist doch egal, ob du jetzt dich lila anmalst. Wenn du cool bist, bist du cool. Wenn du real damit bist, wenn du wirklich so bist, dann bist du cool. Wenn wir jetzt gefühlt, Entschuldigung, wenn ich dir kurz dazwischen gebe, wenn wir jetzt gefühlt anderthalb Stunden Gespräch hier zusammenfassen an der Stelle. Wird das wichtigste Interview für Deutschrap sein seit Jahren. Sind wir am Ende, ich verstehe eure Punkte, wir sind uns an vielen Punkten auch genauso einig. Okay. Und ihr versteht, ich glaube dann auch, weil ihr das genauso gesagt habt, auch dass die einzige Antwort, die ich immer zum Beispiel, und es ist ein bisschen schade, dass wir hier auf Kollega so rumreiten, ohne dass er was dazu sagen kann. Es ist nicht geil, über eine Person zu reden, ohne dass sie im Raum ist und selber. Es geht doch gar nicht um die Person, es geht um die Bewegung, um das ganze Ding. Wann haben wir seine Person angegriffen? Nee, wir reden über. Wann haben wir seine Person angegriffen? Den Künstler. Ich korrigiere das Wort. Wann? Was haben wir ihn? Wo haben wir ihn angegriffen? Ihr habt gesagt, er ist fake. Stimmt es nicht? Lügisch.
ist es nicht fair, theoretisch, dass Moment, er die Möglichkeit hat, darauf zu antworten? Wir haben uns nicht negativ über sein Privatleben geäußert. Und darum sagen, haben wir das? Ich schwöre, ich werde gleich sauer. Haben wir ihn gedisst gerade in seinem Privatleben? Gar nicht. Okay. Okay, nicht jetzt hier die Worte im Mund umdrehen, Alter. Und darum sag ich zu dir, wenn du sagst, wir haben ihn angegriffen, ich frage dich nochmal, was habe ich gesagt, womit habe ich ihn als Person angegriffen? Ich will auf was hinaus, damit du was verstehst. Nee, okay, dann okay, haben wir nicht. Hab ich nicht, okay. Alles, was wir gesagt haben, stimmt außerdem. Er ist fake. Wenn mich jemand angreift, in meiner Musik, was ich rappe, greift er mich in meinem Privatleben an? Ja. Warum? Weil ich 100% die Wahrheit sage. Ja. Wenn da Leute zu mir kommen, egal ob es Medien sind, egal ob es andere Rapper sind, egal ob es Ausstehende sind und sagen, Flair, warum fühlst du dich schon mal persönlich so angegriffen? Weil das mein Leben ist. Ja. Meine Musik ist 100% mein Leben. Seine Musik ist alles real. Kann ich 100% nicht verstehen. Verstehen wir jetzt den Unterschied, warum wir aber das tue so ich emotional die ganze sind? Zeit. Das tue ich die ganze Zeit. Ja, ist doch cool. Was ihr mir nur immer noch nicht zugestanden hat, ist diese Frage, die ihr mir gestellt habt, mit dem Satz zu beantworten, dass es da draußen einfach eine Käuferschaft gibt, die jemanden hast wie Kollege. Es gibt doch Leute, die kaufen mag. Andrea Berg. Richtig, genau. Mehr aber will ich gar doch, nicht sagen. Es gibt Leute, die rauchen Crack. Aber Andrea Berg betrifft uns nicht, weil Andrea Berg macht sich nicht über unseren Lifestyle lustig. Ja, das verstehe ich auch. Außerdem, es gibt Leute, die gehen zu McDonald's jeden Tag und McDonald's ist ungesund. Was ist das für eine Argumentation? Ja, voll viele Leute kaufen es, deswegen muss es cool sein. Dicker, worüber reden die gerade? Ich bin 5-Sterne-Koch. Ich habe nicht gesagt, dass es deswegen cool sein muss. Ich habe nur erklärt, warum es gekauft wird. Alles, was ich gesagt habe, ist, das ist der Grund, warum es gekauft wird. Weil es so ist, wie es ist. Weil Kollega in diesem Fall zum Beispiel ein Gesamtpaket verkörpert, das die Leute anspricht. Und deswegen wird es gekauft. Ja, aber wie er gesagt hat, es wertfrei. Dinge, es ist vollkommen wertfrei. Es gibt Dinge wie McDonald's und alles drum und dran. Und man geht trotzdem hin und sagt, die Sachen sind scheiße. Nichts ist wertfrei im Leben. Wie kann das? Komm mal, pass auf, abschließend, damit du verstehst, warum wir dich heute so gefordert haben und warum wir deinen Kopf so krass gefickt haben. Du bist in unseren Augen 5-Sterne-Koch. Und du sagst gerade, McDonald's ist cool. Ja. Du bist vom Fach. Du bist Rap. Du bist Hip-Hop und du hast heute nicht einmal gesagt, McDonald's schmeckt scheiße. Du bist Jamie Oliver, der sagt, Chicken McNuggets sind gesund. Ja. Ist leider so. Real Talk. Bullshit, Alter, wirklich. Ist total, nee, ganz ernsthaft. Also. Ist so. Nur weil ihr mich hier jetzt über eine Stunde lang anschreit und versucht... Wir schreien nicht an, guckt mal das Interview in Ruhe an. Wir haben Argumentation, Alter. Wir argumentieren, Alter, ganz einfach. Fragen wir ihn, wann nee, was? Wo haben wir geschrien? Haben wir jemanden beleidigt? Wir argumentieren. Du schreist immer. Es gibt in Deutschland nur keine Streitkultur. Ich habe nur eine laute Stimme. Es gibt in Deutschland keine Streitkultur. In Italien, die reden so zum Frühstück. Real Talk. Hast du noch eine Frage zum Abschluss? Nee, ich bin durch heute, Alter. Ganz ernsthaft. Mann, komm uns rein. Wie war die Resonanz? Wie ist der Kontakt zustande gekommen? Gibt es keine Frage mehr? Digga, ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Ich habe mir 100.000 Fragen aufgeschrieben. Okay, aber an die ganzen Zuschauer da draußen. Wie gesagt, Alter, wenn irgendwann... Mann, weißt du, ich sehe schon die Kommentare. Ja, Digga, du fängst schon wieder an, hier ein Bashing zu machen, sondergleichen. Warum ist das ein Bashing? Ja, Digga, mal ganz ehrlich. Also, Entschuldigung, ich habe nicht mal die Möglichkeit gehabt, teilweise auf Dinge zu antworten, sondern ihr habt einfach auf mich eingeprasselt. Aber ich lasse das hier und da auch gerne... Du redest die ganze Zeit und du wiederholst es zum 10. Mal, Alter. Du sagst dann, ich kann nicht antworten. Du redest. Es gibt doch meistens... Es gibt keine Argumentation, weil am Ende des Tages die Realness kann man nicht... Kann man nicht kaufen. Das ist das Schlusswort. Ach, du, guck mal, wie er aufgibt. Sag doch mal was Schönes, was Persönliches im Abschluss. Tour ist ausverkauft. Hamburg nicht. Stimmt, Hamburg nicht. Hamburg, kauft mein Album. 27.05. Carlo Escobar. Was Persönliches. Wann? Im Mai ist Bewährung vorbei. Und dann werde ich allen Leuten zeigen, wer Lügner ist. Meinst du nicht, dass es irgendwann cool ist, auch mal... Nein. Jemand, der vor meiner Tür steht, wird gefickt. Das muss nicht sein, Alter. Muss sein. Nee, das geht zu weit. Willst du wissen, warum es sein muss? Ja. Damit nicht jeder Schwanz denkt, er kann anfangen zu rappen. Kann ich vollkommen verstehen, aber genauso wie du mir vorwirfst, dass ich angeblich immer Dingen Raum gebe, die sie nicht verdient haben, will ich mich auch nicht instrumentalisieren. Der Grund, warum wir eine Stunde will ich mich auch nicht instrumentalisieren reden, lassen, ist, um Leuten... Du es schon akzeptierst. Du von vornherein, genau. Alter, setzt dich hier rein so... Und verteidigst es, obwohl es überhaupt nicht in dein Aufgabenbereich ist. Und wir sitzen anderthalb Stunden hier und müssen einem Hip-Hop-Journalisten erklären, dass es nicht Hip-Hop ist. Das ist traurig, hat Digga, nee, das ist, komm, auch da. Auch da, langsam werde ich sauer, weil ganz ernsthaft, du kannst nicht die ganze Zeit mir erzählen,
dass ihr mir irgendwas erklären müsst, wenn das daraus besteht, dass ihr mich die ganze Zeit anschreit und mir versucht, eure Meinungen irgendwie zu erzählen. Ich habe meine Meinung zu einem. Ich habe auch eine Meinung zu deinen Sachen. Ich habe eine Meinung zu deinen Sachen. Ja. Aber es ist nicht aber mein Job auf meiner Position, jedem doch, da draußen. Doch, nein! Doch. Ich berichte. Das heißt, ich versuche dir Raum zu geben, um deine Statement zu machen, Nico, und muss sie moderieren. Das ist mein Job. Wir setzen uns nicht mit dir hin, damit wir Raum bekommen. Da hast du was in dem Internetzeitalter falsch verstanden. Wir setzen uns mit dir hin, weil wir interagieren, ja, weil wir kommunizieren und interagieren. Ja, natürlich, aber das war ja schon immer so. Um den Leuten, nein, nicht immer so. Und ja, ich meine, aber wenn wir beide uns getroffen haben, dann wir möchten den Leuten auf einem Hip-Hop, in einem Hip-Hop-Rahmen mit einem gewissen geistigen Niveau, möchten wir uns mit dir austauschen, damit die Leute als Außenstehende mitbekommen können, was Leute, die Ahnung von der Kultur haben, sich gegeneinander, wie sich Leute, die Ahnung von der Kultur haben, sich gegenseitig den Ball zu werfen. Aber anderthalb Stunden. Aber das machst du nicht. Nein, du redest mit Tätowierern, Alter, über Bravo-Abzieh-Tattoos. Ja. Weißt du, und denkst du kannst uns wie ein Jedi-Ritter einfach ja, so. Ja, aber was ist denn die Konsequenz daraus? Was willst du mir denn damit gerade sagen? Nichts, sage dass du, ich nicht du in der Lage bin, mit dir ein Gespräch du zu führen. Du bist in der Lage, mit mir ein Gespräch zu führen. Nee, offenbar ja nicht, weil, doch, ich, ja, weil ich ja mit Tätowierern du verteidigst aber etwas, was du eigentlich gar nicht verteidigen durftest. Du musst die ganze Zeit verteidigen, ich hab dir recht. Ich verteidige mich. Nein, du verteidigst, wir greifen dich doch gar nicht an. Du sagst einfach nicht in einem Satz, ihr habt recht, Alter, das ist Fake Shit. Scheiß drauf, nächstes Thema. Du bist hier gerade richtig unlocker, Alter, so. Du machst dir die ganze Zeit, dass ich einen angreife. Keiner hat dich angegriffen, Dicker. Wir haben nicht einmal über dich geredet, wir haben dir gesagt, Dicker, du verteidigst eine Art von Haltung, die dir selber schadet. Ja. Er hat diese, weil sie nicht konsequent ist, diese deutsche Mentalität, Alter, so diese deutsche Art und Weise hat viel im Hip-Hop gefickt. Und nur weil wir mittlerweile in unserem Alter auf einem geistigen Niveau sind, dass wir uns so artikulieren können, dass wir uns so ausdrücken können in einem Interview, hat auch einige Jahre gedauert. Ich sage dir das wirklich, Nico. Vor 5 Jahren, da waren wir selber überfordert, wir konnten das gar nicht so reflektieren. Jetzt mittlerweile können wir mit dir in einem Interview sitzen und können reflektieren. Und ich sage zu dir, es hat dir auch geschadet, dass Leute kommen, Alter, die nicht authentisch sind, die überhaupt nichts von dieser Hip-Hop-Kultur repräsentieren und im Endeffekt dir die Butter vom Brot nehmen. Es gibt Medien, die sind nicht kredibil, die haben dir die Butter vom Brot genommen. Genau dasselbe Prinzip. Es gibt Medien, die haben kein Verständnis für Hip-Hop, TV Straßensound weiß nicht mal, was Elva Jones sind. Guck mal, was er anhat. Ja, deswegen. Davut weiß nicht, was Elva Jones sind. Wir stehen gerade zu uns selber, weißt du, und wir wollen einfach nur, dass einer wie du, der wirklich sich Hip-Hop auf die Flagge geschrieben hat, auch 100% dazu steht, Dicker. Verstehst du das? Und ein Davut, der nicht mal weiß, was Elva Jones sind, macht einfach dieselbe Scheiße. Und für die Leute ist das dasselbe. Nichts gegen Davut, ist ein netter Mensch. Aber für die Leute da draußen ist das dasselbe im Internet. Und das ist traurig, Alter. Weil du bist Nico von Backspin, das ist Falk von Mixery, Alter. Ich bin Flair von verdammt nochmal Maskulin, Alter, so. Und das muss was bedeuten, aber es bedeutet nichts. Warum? Jeder Schwanz kann kommen, Alter, Mikrofon in der Hand haben und kann sagen, ich bin Rapper, ich bin guter Interviewpartner. Selbes Ding. Dicker, Davut ist ein sehr guter Moderator. Weil der hat mehr Klicks als du. Und das macht es, das macht ihn gut? Ja, hast du gerade selber gesagt mit Kollege. Kollege ist lyrisch, der verkauft mehr. Der ist lyrisch. Ja, aber nochmal da geht schon wieder los. Ey, wir drehen uns an der gleichen Stelle. Red doch weiter. Kamera ist aus, scheiß drauf. Nein, darum geht's doch gar nicht. Das ist nicht das, was ich gesagt habe. Hast du als Argumentation gesagt, der ist lyrisch. Ihr stellt mir die Frage, warum ist Kollege erfolgreich? Ich versuche, anderthalb Stunden lang zu antworten, aber weil es da draußen... Aber es ist eine rhetorische Frage. Du stellst mir eine scheiß Frage. Nein, ich versuche dir eine Antwort zu geben. Ich glaube, das ist der ganze Grund, warum wir hier seit anderthalb Stunden uns hier die Kappe heiß reden. Es ist eine rhetorische Frage, weil wir anerkennen, dass jemand Erfolg hat. Verstehst du das? Ja, aber dann sag das im zweiten Satz und fäng nicht an... Nein, ich versuche dir zu erklären. Wir brauchen noch einen Abschluss, er geht schon. Ja, 10 Minuten. Ja, kein Problem. Guck mal, nur weil wir anerkennen, dass jemand Erfolg hat, heißt nicht, also erstens heißt es nicht, dass wir das jemandem aberkennen. Ich verstehe, was du mir sagen willst. Also. Ich verstehe es. Also, warum sagst du dann, Kollege ist lyrisch? Digga, denkst du, er ist lyrisch? Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Nico, Dicker, beantworte doch mal einfach nur eine Frage. Denkst du, er ist lyrisch? Er ist technisch. Dicker, nenn es wie du willst. Denkst du, er kann rappen? Er ist ein guter Rapper. Denkst du das wirklich? Oh, da geht. Ja, Digga. Wenn ich. Ja, Moment. Lass mich den letzten Satz, okay? Ja, ja. Die Frage, was ist ein guter Rapper? Die stelle ich. Die bespreche ich. Ganz kurz, lass mich das zu Ende bringen. Ist doch keine Frage. Ist Rakim ein guter Rapper? Ach, Digga, komm, gib mir das. Ist Rakim ein guter Rapper? Gib mir die Chance, ja. Ist Rakim ein guter Rapper? Ja. Ist Chief Keef ein guter Rapper? Nein. Ja!
Ja, nein. Ja, er ist ein guter Rapper. Nein. Doch, du hast keine Ahnung. Ich bin Rapper. Ich sage dir, Chief Keef ist ein guter Rapper. Ja, aber da geht's schon los. Geschmack. Nein, es hat nichts mit Geschmack. Du hast gerade entschieden, Chief Keef ist nicht lyrisch, darum ist er nicht gut. Nee, das stimmt nicht. Okay, nächstes ist 50 Cent ein guter Rapper. Ist 50 ein guter Rapper? Ja. Ja. Also. Alle, die gut sind, sind gut. Alle, die schlecht sind, sind schlecht. Es gibt keine schlechten Rapper, die nicht kredibil sind und nicht Musik machen, die deren Lifestyle und deren Leitkultur repräsentieren. Das ist, alter Schwede, das ist ein Gespräch, Leute. Du verstehst nicht, was gut bedeutet. Ich verstehe nicht, was gut bedeutet. Du weißt nicht, was Rap bedeutet. Du weißt nicht, was ein guter Rapper zu sein hat. Das ist das Problem. Das ist auch der Grund, warum ich nicht rappe. Weil ich keine Ahnung davon habe. Zu viel Politik, weißt du, ich meine, hinter diesen ganzen Dingen steckt sowieso viel Dicker, zu viel Politik. Dicker, guckt euch meine Arbeit mal an, was ich in den letzten Jahren gemacht habe. Und erzähl mir dann bitte allen Ernstes, dass ich immer weil einer viele Klicks macht, ist ich Sense automatisch irgendwo hinterher ist Sense ein guter Rapper. Das ist Bullshit. Warte. Ja, natürlich. Ist er nicht der Beste in Deutschland? Mit Savas, mit Sammy, mit allen? Ja, guck mal, auf dem Level? Ist er auf dem Level? Ja. Warum hat er noch keinen Artikel bei dir? Warum hat er noch nie das Forum bekommen, was du allen anderen gegeben hast? Weil er gefühlte 10 Jahre nicht greifbar war. Damals auch nicht. Dicker, nee, Digga, Bullshit. Als du wiedergekommen bist, ja, war ich da. Das stimmt, ja. Wir haben gesprochen. Komm mir nicht so, ernsthaft nicht. Das ist nämlich genau das Ding. Aber er meint lyrische, die nicht die Aufmerksamkeit bekommen. Ja, aber hör auf, immer mir diese Vorwürfe pauschal dafür zu geben. Du bist Backspin! Ja, Digga, aber genau dann mach es nicht so schwarz-weiß, Alter. Es ist nur schwarz-weiß. Es gibt nur Backspin Juice und was gibt's noch? Ja, es gibt nur Rap-Update, TV-Straßen-Sound. Ja, und die haben euch die Butter vom Brot genommen. Ja, viel Erfolg. Und die haben keine Ahnung von der Aber ganz ernsthaft, wenn das Ding ist, dann okay. Dann das meine ich doch dann damit. Viel Spaß. Das meinen wir doch. Ja, das meinen wir doch. Das meinen wir doch. Das meinen wir doch. Das meinen wir doch. Dann euch viel Spaß. Dann von euch viel Spaß bei TV-Straßen-Sound. Oh. Ja. Viel Spaß beim Kollegen-Interview. Ja, danke schön. Das ist genau der Punkt. Ich glaube, der Ansatzpunkt, den ihr da habt, der ist den Leuten viel zu selten und viel zu wenig klar. Und du wissen warum? Weil sie Konsumenten sind und keine Hip-Hopper. Genau. Und das nehme ich mal mit und wahrscheinlich wirst du wahrscheinlich heute häufiger recht haben in irgendwelchen Sätzen, genauso wie du, die ihr gesagt habt, als es vielleicht jetzt in erster Linie für mich, also ob ich es mir jetzt eingestehen will, aber da draußen höre ich schon natürlich die Leute. Ist natürlich klar, dass du als neutrale Person nicht für jemanden in die Brüche springen möchtest. Du möchtest natürlich neutral in erster Linie rüberkommen. Du musst jetzt hier nicht vor uns eine Lanze brechen und jetzt andere Rapper dissen. So wollten die das gar nicht. Soll ich mal eine Lanze brechen? Ich breche mal ganz kurz eine Lanze. Du weißt aber, ich spreche mit dir offen und ehrlich über alles. Und ich fand in den letzten Jahren, vieles von den Sachen, die du gemacht hast, fand ich nicht gut. Aber der Song, musikalisch jetzt? Ach, hör auf. Aber der Song, den ihr zusammen gemacht habt, den finde ich Bombe. Du findest also unterwegs lyrischer oder besser? Hör auf mir mit lyrischer, Alter. Digga, lass gut sein, danke schön. Du fandest viele Sachen von mir nicht gut? Nee, mochte ich nicht. Keiner kommt klar mit mir, fandest du nicht gut? Es gab ein paar Nummern, die ich gut fand. Stabiler Deutscher war eins meiner Lieblingslieder, obwohl ich kein Deutscher höre. Ich schwör's dir, war ein sehr guter Song. Wenn die Straße nicht vergisst, Alter, krasses Album. Ja. Hast du überhaupt richtig angehört, Alter? Hast du, weil die Straße nicht vergisst, mal richtig gehört, Alter? Vielleicht liegt es daran, weil ich einen anderen Lifestyle habe. Das war doch genau das, was die Leute immer kritisiert haben, dass er das nicht macht. Und dann macht er genau den Film wie damals zu den Zeiten. Ja. Und dann sagen aber Leute, stimmt, das ist. Keine Ahnung, war irgendwie nicht so. Ich verstehe das nicht. Weißt du, was ich gehabt habe, dass ich mich oft mit Leuten unterhalten habe, wenn es jetzt so Trap und diesen ganzen Film gibt und sie alle drauf hart abgehen, dass ein paar Leuten dann aufgefallen ist, dass es bei dir schon 3 Jahre vorher der Film gewesen ist. Echt, ja? Bei ihm 10 Jahre davor. Ja. Ist so langweilig mittlerweile, ich kann es nicht mehr hören. Jetzt kommen sie alle mit Fischerhütten. Jetzt machen sie es alle. Jetzt kommen sie mit Fischerhütten, jetzt kommen sie mit Versace. Ey, dicker Versace, Alter. Mit Lacoste-Jogginganzügen. Genau. Oh. Ich verstehe euer Problem. Ich glaube, das Problem ist dann vielleicht auch hier in der Kommunikation am Ende, dass ich diesen Lifestyle nicht so verkörper, wie ihr den verkörpert. Nicht den Filmfahrer, den ihr fahrt. Nein. Es hat gar nichts mit dir zu tun, weil du ja bist ja verhältnismäßig noch, Alter, sehr tief in der Hip-Hop-Kultur drin. Verhältnismäßig. Oder ist doch so, Dicker. Ja. Du bist doch verhältnismäßig, bist du doch, Alter. Du bist natürlich auch irgendwann auch Privatperson. Ich bin keine Privatperson. Er auch nicht. Ja, und ich glaube da, aber guck mal, da haben wir eine schöne Essenz und die können wir so stehen lassen. Und ich glaube, das ist das, wo es am meisten knallt. Okay. Trotzdem danke. War gut, zu sehen. Jungs, Alter. Martin sagt immer, ich darf nicht so oft an meinen Handschlag geben, das findet er scheiße, aber das war heute. Martin sagt es, Martin soll dich ficken. Ach, Digga. Schnell die Gras. Danke. Dankeschön. Danke dir. Alter, du machst mich fertig. Backspin.